Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Heute werden wir uns intensiv mit dem Spiel Cthulhu Death May, Die, forscht vor dem Unbekannten, beschäftigen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ey Genu, Cthulhu Death May Die, hattest du doch schon auf deinem Kanal. Warum stellst du das Spiel jetzt vor? Und da muss ich sagen, ja, hatte ich schon vorgestellt und zwar einmal in einem Unboxing sowie auch in einem regelplay -Tube. Allerdings handelt es sich damals um die Staffel 1 und Staffel 2 von Cthulhu Death Medaille. Das, was hier vor mir liegt, ist Staffel 3 und Staffel 4. Allerdings sind das nicht nur reine Erweiterungen, beziehungsweise bei Cthulhu Death Medaille forscht vor dem Unbekannten, diese Box ist ein neues Basisspiel. Das heißt, ihr benötigt Staffel 1 und Staffel 2 nicht, wenn ihr diese Box also Staffel 3 habt. Bei den anderen beiden Sachen, was ihr hier seht, die haben ja einen großen alten, was das bedeutet, werden wir alles noch kennenlernen und wir haben die Staffel 4 Erweiterung, da benötigt ihr ein Basisspiel. Aber nicht zwingend Staffel 3 ihr könntet auch Staffel 1 haben, was ja auch ein Basisspiel ist und könntet dann die vierte Staffel hinzunehmen. Ihr könnt nämlich alles miteinander kombinieren, so wie ihr es benötigt. Wichtig ist nur, dass ihr ein Basisspiel habt. Entweder halt Cthulhu Death Medaille Staffel 1 oder wie hier Staffel 3. Aber für wen ist dieses Video jetzt primär? Primär ist es erstmal an diejenigen gerichtet, die Cthulhu Death Medaille noch gar nicht kennen, beziehungsweise vielleicht nur mal was vom Namen gehört haben. Ich werde euch nämlich heute in diesem Video erstmal zeigen, was hier für Inhalte drin sind. Da gehen wir aber nur ganz grob rein und dann werde ich euch anhand von ein paar Zügen und ein paar Situationen mal das Gameplay erläutern. Keine komplette Serie. Das hatten wir schon in einem Regelplay drüber. Wer sich das dann gern noch anschauen möchte, hier oben rechts über den Infobutton könnt ihr direkt in die Playlist hineinspringen oder sucht sie euch einfach auf meinem Kanal heraus. Ich werde also als erstes mal das Basisspiel öffnen, euch die Komponenten ein klein wenig vorstellen, was es da so gibt. Dann gehen wir aufs Gameplay ein und danach werde ich auch noch diese Box und diese Box öffnen, für diejenigen, die einfach Interesse haben, was wir hier drin noch finden. Achtung, hier werden diverse kleinere Boxen drin sein. Da werde ich nicht direkt ins Detail reingehen, vielleicht hier exemplarisch mal eine öffnen. Es sind auch keine Spoiler, es wird bei diesem Spiel keine Geschichte erzählen. Es gibt auch keine Überraschungen. Alle Boxen, die ihr hier drinne findet... Die haben auf der Rückseite auch eine Inhaltsbeschreibung, was alles drin ist. Deswegen keine Spoiler. Sie helfen euch einfach, die Komponenten zu separieren, denn ihr könnt halt, wie gesagt, diese Boxen miteinander kombinieren. Solltet aber nicht die Inhalte aus den Boxen irgendwie durcheinanderbringen mit anderen Inhalten. Aber da komme ich gleich dann drauf zu sprechen. Wenn wir uns das Gameplay anschauen, ist nämlich hier dieses Hauptfeature von dem Spiel. Und zu guter Letzt, bevor wir jetzt gleich mit dem Öffnen der Box anfangen, noch ein Hinweis. Wer hat sich jetzt die Frage gestellt? Was hole ich mir jetzt Staffel 1? Damit sollte man vielleicht anfangen oder doch lieber Staffel 3, weil es halt auch ein Basisspiel ist und das neuere. Es ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt ein Basisspiel. Ich persönlich würde tatsächlich dann jetzt hier bei dieser Staffel zugreifen, weil hier halt noch ein zusätzliches Modul drin ist, was halt noch ein paar zusätzliche Aspekte ins Spiel hineinbringen kann. Aber okay, Schluss mit den einleitenden Worten, jetzt legen wir los und fangen an mit der Spielevorstellung zu Cthulhu Death May, Furcht vor dem Unbekannten. Dann werde ich jetzt die schicke Box hier von Cthulhu Death May Die forscht vor dem Unbekannten öffnen. Es ist ein Spiel von Robert Devoe, Eric M. Lang und Marco Portugal. Das Ganze ist in der englischen Version bei Simon, also bei Cool Mini or Not erschienen. Den deutschen Vertrieb hat Asmodi Deutschland übernommen. An dieser Stelle vielen Dank an Asmodi Deutschland, denn diese haben mir dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, damit ich eine kleine Präsentation für euch machen kann. Werfen wir mal noch einen kleinen Blick auf die Rückseite, bevor ich jetzt diese Folie entfernen, was wir alles hier drin finden werden. Es ist ein Spiel für ein bis fünf Spieler. Ab zwölf Jahre in das Ganze 90 bis 120 Minuten. Zeitmäßig könnte das gegebenenfalls auch etwas länger dauern, wenn ihr halt mit der Maximumanzahl an Spielern spielt. Wir werden hier diverse kleinere Boxen in der Schachtel finden und wir werden jede Menge Miniaturen haben, ein paar Karten und sonstige Dashboards für unsere Ermittler. Bei den Ermittlern, es gibt zehn Stück und das Ganze ist ja für bis zu fünf Spieler. Das heißt, ihr habt jede Menge Möglichkeiten, einen Ermittler zu wählen und jeder Ermittler hat auch andere Fähigkeiten, aber das schauen wir uns dann alles gleich noch an. Um was geht es in dem Spiel? Der Name Cthulhu lässt schon auf ziemlich viel schließen, denn wer sich auskennt, wir befinden uns im Lovecraft-Universum. In diesem Universum befinden wir uns in den 1920er Jahren. Wir sind Ermittler und versuchen eine Weltkatastrophe zu verhindern. Denn überdimensionale Wesen versuchen auf die Welt zu kommen. Sie verbreiten Angst und Schrecken und unsere Aufgabe wird es sein, diese großen Alten zu besiegen. Sie haben auf der Welt Anhänger, Kultisten, die sie anbeten und über deren Rituale kommen sie halt und ihre Schergen auf die Welt. Das Ganze ist eine Art. Horror-Survival-Spiele, sage ich jetzt mal. Obwohl das Ganze ab zwölf Jahre ist, könnt ihr das getrost mit zwölfjährigen Spielen. Es gibt also hier keine großen, blutrünstigen Bilder oder sonstige Sachen, aber das Thema ist schon ziemlich düster. Es ist auch sehr stark angelehnt an Arkham Horror, da geht es ja quasi um genau das gleiche, aber das Spielkonzept ist ein komplett anderes und das finde ich auch gut, dass es heute halt thematisch ähnliche Spiele gibt, die aber komplett anders funktionieren. So, wie sie funktionieren, das werden wir uns gleich anschauen, nachdem ich diese Box mal geöffnet habe den Inhalt rausgeholt habe und dann kann ich euch einpacken. Situationen zeigen damit ihr eine Vorstellung bekommt, ob diese Art Spiel etwas für euch ist oder nicht. Ob er lieber AKH spielt oder dann doch lieber das. Es sind tatsächlich unterschiedliche Spiele, aber sie machen meines Erachtens beide ziemlich viel Spaß. So, Deck dem straff. Öffnen wir ihn. Wow, Box ist ziemlich voll. So was haben wir? Haben was von ja, cool Mini oder not? Dann. Die Anleitung. Das Spiel ist hier bei mir, es ist von Asmodee Deutschland, komplett in Deutsch und es gibt auch alle Staffeln auf Deutsch. Also da müsst ihr euch nicht sorgen, auch wenn ihr in meiner Playtorei die englischen Komponenten gesehen habt. Das einzige, was ihr auf Deutsch nicht bekommen werdet, das werdet ihr aber auch nicht im Englischen, wenn ihr nicht am Kickstarter dran teilgenommen habt, das sind die exklusiven Inhalte. Bei der damaligen Kampagne war es die Unspeakable Box. Da waren ganz viele neue Ermittler und noch zusätzliche Episoden drin. Ich glaube, große Alte waren auch ein oder zwei drin. Also ist nochmal eine Art extra Staffel. Und auch bei dieser Kickstarter-Kampagne zu Staffel 3 und 4 gibt es so eine extra Box. Ich glaube, sie hieß Unknown Able Box. Also bin mir nicht ganz sicher, aber diese kommt nicht auf Deutsch. Da sind noch mehr Ermittler drin, noch ein paar Episoden, noch ein paar größere Alte. Also noch mehr, was ihr miteinander kombinieren könnt. Aber glaubt mir, wenn ihr Staffel 1 bis 4 habt, in der normalen, regulären Version, ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass man die anderen irgendwo mal zeitmäßig auch noch mit einbinden kann. Natürlich, man kann alles kombinieren. Das ist ja das Coole an dem Spiel. Aber ihr habt auf alle Fälle mit dem, was ihr hier auf dem deutschen Markt bekommt, genug Spielspaß mit dem Spiel. Ja, also die Anleitung, die ist ähnlich wie die damalige Anleitung geschrieben von Staffel 1. Am Spielkonzept hat sich auch nichts geändert. Das ist ein gutes Spielkonzept. Alles nochmal schön beschrieben, auch mit Beispielen. Buch ist jetzt. Nicht dünn mit 27 Seiten, aber allerdings ist alles sehr schön detailliert beschrieben. So, was haben wir noch? Unsere ersten Ermittler, mit denen wir spielen können. Öffnen wir das Ganze mal. So, da haben wir diese. Diese Ermittler werden alle unterschiedlich sein. Also weitestgehend unterschiedlich. Sie haben Fähigkeiten, die man anwenden kann. Sie haben einen geistigen Gesundheitstrack, der. In erster Linie erstmal gar nicht so schlecht ist, wenn er nämlich dann bestimmte Stellen erreicht, bekommen wir immer einen Bonus. Allerdings, das ist ein zweischneidiges Schwert, denn wird eure geistige Gesundheit hier hinten landen, dann ist dieser Ermittler besiegt. Wir werden Stress haben, den wir einsetzen können, um ebenfalls Neuwürfe bei Würfeln zu machen. Wir werden Lebenspunkte haben und hier haben wir nochmal den Ablauf für unsere Züge. Des Weiteren links und rechts habt ihr so Slots, wo ihr dann Gegenstände oder Companions einloggen könnt, die ihr gegebenenfalls auf euren Abenteuer findet. Auf der Rückseite wird zu diesem Charakter noch ein bisschen der Name und ein kleiner Flufftext beschrieben, wen das Ganze dann interessiert. Und da haben wir, gehen wir mal ganz kurz durch, wie wir hier so haben. Wir haben Mike. Die Sheets sind etwas dünn. Es sind keine, ja ist Cardboard es ist es nicht, es ist so ein festeres. Kartenmaterial. Ich habe in meinem PlayTour solche Plastik trace gehabt, wo ich die ganzen Sachen reinloggen kann. Das war auch eine Stretch-Code-Erweiterung, weil ich damals bei der englischen Kickstarter-Version mit dabei war. Werdet ihr leider nicht hier drin finden, glaube ich jedenfalls. Nicht braucht es aber auch zwingend. Nicht ist ein reines Luxus-Upgrade. Leon, Ruth, Heikong, oh, wahrscheinlich Martial Arts, Sally, Stella, Sandra Agatha <laughs> Cool, wenn er Tommy Gun. Und Peters. Das sind die Ermittler, die ihr hier in der dritten Staffel findet. Doch, die Box ist ja immer noch proppe voll. Hier ist etwas Neues. Das gibt es in Staffel 1 und Staffel 2 nicht, kann aber dort mit verwendet werden, wenn ihr halt jetzt hier euch diese Staffel 3 geholt habt. Das ist nämlich das Tableau des Unbekannten. Hier könnt ihr Zusätzliche Monster in eure Episode hineinbringen, wird es auch extra Monsterkarten dafür geben. Das heißt, ihr könnt noch ein weiteres Modul dann hinzunehmen. Was das mit den Modulen auf sich hat, werde ich euch dann mitteilen und dann werde ich auch noch mal kurz auf dieses Board dann zu sprechen kommen. Das Hauptboard zum Spiel ist dieses. Hier werden wir dann unseren großen Alten haben, der auf diesen Track entlang wandert, solange er noch nicht in unserer Welt ist, denn die Kultisten wollen ihn beschwören. Allerdings, wir wollen eigentlich auch, dass er kommt, denn nur dann können wir ihn auch bezwingen. Er ist allerdings unverwundbar, solange das Ritual noch läuft. Unsere erste Aufgabe wird es also sein, den Kultisten Einhalt zu gebieten, dass wir deren Ritual unterbrechen. Und das werden wir mit Episodenkarten dann bekommen, was wir da zu tun haben. Das wird hier auf der rechten Seite dargestellt. Und wenn er dann kommt, dann wird der große Alte hier auf der linken Seite dargestellt, verschiedene Stages haben, durch die wir ihn prügeln müssen. Also wenn wir ihn Wunden zufügen, er wird halt immer stärker. Und ganz zum Schluss gibt es halt den großen Showdown. Und ja, dann heißt es entweder er oder wir. Und auf der Rückseite ist hier nur dieses schicke Artwork. So, jetzt wird es interessant. Wir bekommen einen ganzen Sheet voll mit Raumteilen. Ich öffne diesen mal. Und dann gehen wir da mal durch, bevor wir hier auf die immer noch volle Box zu sprechen kommen. Wir haben so diverse Rahmenteile. Lassen sich hoffentlich gut rauslösen. Ja. Sehr gut. Die ganzen sind doppelseitig. Wir haben hier eindeutige Identifikationsnummern 41 A und 41b und eure Episode, die wir dann auch hier drin finden werden, wird euch sagen, wie ihr eure Karte zusammenbauen müsst, mit welchen Teilen. Und da gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, je nachdem welche Episode ihr habt. Und wenn ihr dann noch die anderen Staffeln habt, dann habt ihr noch ganz andere Möglichkeiten mit mehr Räumen, mehr Locations und ja, von allen ziemlich viel. Und gehen wir mal ganz kurz durch. Was ist hier so für schicker? Raumteile gibt wir haben ein paar größere dann haben wir einen Marker der ist dann für das Boss Tableau komme ich nachher darauf zu sprechen was es ist dann ein Startmarker wo unsere Ermittler anfangen auch oh, cool ein Raum mit einem ja nee, das ist eine Kunstgalerie oh, cool ein paar Sachen die auch außerhalb also nicht unbedingt alles ist in Räumen gibt also auch quasi einen Friedhof wie das hier ausschaut oder ist das ein Friedhof oh, könnte so sein Schwer ja, zu erkennen, was das sein soll. Oh, egal. <laughs> was haben wir noch? Oh, Höhlen werden wir haben. Eine Treppe, die nach unten führt. Das sind, glaube ich, Zufallsmarke. Die haben etwas mit dem neuen Modul zu tun, was man ins Spiel einbringen kann, aber nicht muss. Also, ihr müsst das nicht nutzen. Aber wer ein bisschen die Herausforderung liebt, der wird es wahrscheinlich nehmen. So, noch mehr Raumteile. Feuer wird eine Rolle spielen, was teilweise ausbricht, was uns selber auch verletzen kann. Wir werden Fähigkeiten auch verändern können. Also nicht nur das, was auf unserem Tableau liegt, sondern auch diese Fähigkeiten könnten wir teilweise durch irgendwelche Umstände im Spiel erhalten. Auch das ist cool. Und ich denke mal, das wird der letzte Schied sein. Jawohl, noch ein paar Raumteile. Treppenmarker, Tunnelmarker, Spawnmarker, wo die Monster dann rauskommen und wir werden auch Wunden zufügen. Es ist jetzt nicht allzu viel, was wir an Wunden tracken muss. Das sieht man, es sind nicht so viele Token, aber hier und da werden wir Monster oder Gegner nur schwächen. Das heißt ein paar Wundtoken draufbringen und dann müssen wir halt irgendwann den Rest schaffen, damit wir das Monster besiegen. Gut, kommen wir nun zum Herzstück der Box. Als erstes wir haben, sehen, also wie sich das jetzt hier zusammenfügt. Wir haben diverse. Ich nehme den mal hier so zur Seite. Und da haben wir folgendes. Wir haben ah, sechs Episoden in dem Spiel. Das ist hier dargestellt an diesen kleinen Schachteln. Und wir werden zwei große Alte haben. Wenn ihr ein Spiel spielen wollt, müsst ihr zwei Sachen wählen. Und zwar einen großen Alten, gegen den ihr antreten wollt. Das muss keiner sein hier aus dieser Staffel, kann auch ein großer Alter von einer extra Erweiterung oder einer anderen Staffel sein. Und dann müsst ihr euch eine Episode aussuchen. Das ist quasi die Location, wo dann der große Alte erscheint und auch die Art, welches Ritual dort durchgeführt wird. Und dann gibt es hier in der dritten Staffel sechs Episoden. In den anderen Staffeln gibt es noch viel, viel mehr Episoden und alles könnt ihr miteinander kombinieren. Ihr dürft halt nur keine Inhalte hier ineinander. Austauschen. Also, Karten, die hier drin sind, dürfen nicht in dieser Episode drin sein. Deswegen die Trennung ganz wichtig. Und hier hinten ist auch immer beschrieben, welches Thema ihr habt und welche Inhalte hier drin sind, sodass ihr auch immer eine Referenz habt, was ihr gegebenenfalls auch wieder zurückpacken müsst, wenn ihr euer Spiel bestritten habt. Wir werden uns nachher eine Episode ganz kurz mal aussuchen und einen großen alten. Ich werde das Spiel mal kurz aufbauen und werde euch daran auch das Gameplay zeigen. Ähnliches ist es bei den großen Alten. Da gibt es natürlich größere Boxen. Mal kurz die Rückseite sehen wir auch was hier sehen was. Wir, wir werden eine große Miniatur des großen Alten finden. Wir werden seine Schergen haben, was Monster angeht. Manchmal sind es auch noch extra Miniaturen, die eine Rolle spielen. Zusätzliche Tokens und Karten. All das werden wir uns dann nachher anschauen. Ich werde dann auch die großen Alten alle mal öffnen, damit ihr euch die Miniaturen anschauen könnt. Sind ja keine Spoiler. Und auch bei den Episoden werden wir eine Box exemplarisch öffnen. Könnt ihr euch ja dann vorstellen, was ihr gegebenenfalls alles dann noch finden könnt. Aber dann haben wir hier noch diesen Tray. Das ist das Material, was ihr gegebenenfalls für jedes Spiel benötigt. Angefangen das, was hier oben liegt. Das sind neue Module. Das sind nämlich die Monster. Mal sehen, ich glaube, es ist alles. Also die unbekannten Monster, die ihr dann mit diesem Tableau ins Spiel bringen könnt. Das ist also quasi eine dritte Sache. Die ihr halt quasi zu großen Alten und Episode hinzunehmen könnt. Ihr müsst es nicht. Einen großen Alten, eine Episode müsst ihr wählen. Aber ob ihr das nehmt, das liegt ganz an euch, ist eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, weil halt noch eine Unbekannte dazukommt. Aber auch das werde ich euch dann am Gameplay ganz kurz mitteilen, wie das dann funktioniert. Ich öffne das mal kurz. Und da haben wir eine ganze Menge an Unbekannten. Überlegen, ob es da überhaupt Miniaturen dazu gibt. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Das sind ja so viele. Okay. Vielleicht auch in Kombination mit den anderen Staffeln. Da bin ich tatsächlich überfragt. Das muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Ich habe ja die Box auch ganz frisch jetzt geöffnet. Wie diese dann dargestellt werden. Das sind 23 Stück. Wow. Aber vielleicht sind auch alle Monster hier drin. Hm, wer weiß. So, was haben wir hier? Das sind. Eine mythos karte die kommen dann, das werden wir dann auch sehen, wenn wir das Spielkonzept uns anschauen, in euer Deck. Das ist nämlich immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn halt der Gegner aktiv wird. Und diese unbekannten Monster werden hier auch darüber getriggert und ausgelöst, was sie dann machen. So, ja, macht sich natürlich besser, wenn man sie richtig um die Kamera hält. Das unbekannte Verhalten. Dies gilt nicht als Ziehen einer Mythoskarte. Also für diejenigen, die das Spiel schon mal kennen, sei schon mal gesagt, wenn ihr dann eine Mythoskarte zieht und werdet so eine Karte haben, dann werdet ihr sie abhandeln. Allerdings müsst ihr dann trotzdem noch eine weitere Mythoskarte ziehen, sodass halt der große Alte bzw. die Episode auch immer weiter voranschreitet. So, dann haben wir weitere Karten. Das sind Psychosen. Wir kommen nämlich frisch aus dem Arkham-Sanatorium und werden, ja, eigentlich nicht alle Latten am Zaun haben, denn wer begibt sich schon auf so eine Wahnsinnstour und will gegen so einen großen Alten antreten? Ja, das kann nur jemand sein, der nicht ganz bei Sinne ist. Und deswegen wir werden alle eine psychische Erkrankung haben, die, ja einen gewissen Einfluss hat auf euren Ermittler und die ganze Sache wird zufällig bestimmt und jedes Mal, wenn ihr einen bestimmten Effekt habt, wird diese Psychose ausgelöst und das sollt ihr euch drauf einstellen. Also selbst wenn ihr mit dem gleichen Ermittler immer wieder spielen solltet und ihr bekommt immer eine andere Psychose, werdet ihr euch immer hinsichtlich der Spielweise ein klein wenig verändern müssen. So, was haben wir noch? Noch mehr Karten. Ja, das ist auch wieder mit dem neuen Modul. Das ist aber ein Feature, ihr müsst es nicht verwenden. Das wird euch das Spiel ein klein wenig erleichtern. Es sind nämlich Reliktkarten. Auch diese Relikte werden zufällig an die Ermittler verteilt. Ein Relikt bekommt jeder und das beginnt auf der hellen Seite und hat einen meistens positiven Effekt für euch. Wenn ihr dann irgendwann eine bestimmte Wahnsinnsschwelle überschritten habt, dann Werdet ein besseres Verständnis für dieses Relikt haben und dürft dieses dann umdrehen, was meist einen stärkeren Effekt nach sich zieht. Allerdings ist natürlich die Schwelle zum Wahnsinn sehr nah. Ob man das haben möchte, muss jeder selber entscheiden. Es wird das Spiel ein klein wenig erleichtern, wenn ihr Relikte benutzt. Deswegen, wenn ihr halt mit diesem Neun Modul spielt kombiniert beides, dann gleicht das ein klein wenig aus. Wer ist natürlich Hardcore mag, der verzichtet auf die Relikte und nimmt nur die unbekannten Monster. Aber das ist halt Geschmackssache. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Miniaturen und sonstigen Spielmaterial. Ich habe mir zwischenzeitlich mal die unbekannten Monster angeschaut. Da scheinen tatsächlich alle dabei zu sein, was die Karten angeht. Also auch die Monster, die ihr nicht in der dritten Staffel findet. Ich denke mal, das hat man deswegen so gemacht, dass man alle Monsterkarten findet, wer halt Staffel 1 und 2 beziehungsweise 4 dann hat, dass er sofort auch Zugriff hat auf dieses zusätzliche Modul mit allen Gegebenheiten. Aber ich denke mal, man könnte vielleicht sogar irgendwelche Proxys verwenden, wenn man die anderen Staffeln nicht hat, um trotzdem mit diesen Monstern zu spielen. Aber ich denke mal, wer das Spiel mag, der wird sich sowieso alles holen. So. Was ich jetzt nicht mag, ist dieses Gefummel hier. Hat diesen Klebestreifen. Aber dadurch verrutscht es auch nicht und geht beim Transport nicht so schnell kaputt. So, jetzt hoffe ich mal, dass es lösen kann. Jawohl. Schauen wir uns das mal an. Wir haben oh, andere Farben, was die Miniaturen. unserer Mittler werden halt quasi eine Farbkodierung bekommen, die eigentlich vollkommen irrelevant ist, nur damit man es ein klein wenig auseinanderhalten kann. In Staffel 1 hatte ich glaube ich. Andere Farben. Ja, auf alle Fälle war Violett dabei, hatte ich mit Sister Beth gespielt. Okay, kann man also farbig auch noch ein klein wenig variieren. Dann gibt es so kleine Tentakel in jeder Farbe. Die haben etwas mit euren Playerboards zu tun. Ich nehme mal kurz eins wieder raus. Dieses hier und dann gibt es einmal einen Tentakel hier für den wahnsinns Eins für Stress, eins für Gesundheit und jeweils eins für die einzelnen Fähigkeiten, die dann im weiteren Verlauf des Spieles auch noch entwickelt werden können. Dann haben wir Würfe, die zum Einsatz kommen. Die schwarzen, das sind Würfe, die ihr bei euren Proben, ihr werdet viel würfeln müssen, immer verwenden müsst, um etwaige Erfolge, jetzt fällt es mir schon rein, erzielen zu können. Und die grünen sind Bonuswürfe, um das Ganze zu verbessern. Da hatte ich damals, glaube ich, Blade äh, gesagt gehabt. Holt euch irgendwie noch ein extra Würfelset, weil es könnte manchmal nicht ausreichend sein, die hier im Spiel sind. Wer jetzt diesen 1 und diesen 3 hat, der hat genug Würfel. Da braucht sich also kein extra Set holen, weil das ist auf alle Fälle ausreichend. Ja, jetzt schauen wir uns mal kurz die Miniaturen an. Ja, von cool Mini online die sehen immer cool aus. Da war ich noch nie enttäuscht. So, mal hier das Skype kurz in die Kamera gehalten. Ich baue jetzt nicht extra mein Rundell auf. Um das Ganze anzuzeigen. Und. Das erste Basisspiel, also Season 1, hat andere Monster. Also da gibt es auf alle Fälle auch Varianten. Also wenn ihr jetzt Angst habt, habe ich jetzt Staffel 3, dann brauche ich ja Staffel 1 nicht. Und die großen alten und jedenfalls die Episodenboxen, vollkommen egal. Nein, nicht wirklich, weil auch die Monster komplett unterschiedlich sind. Es sind tatsächlich richtig 100% andere Inhalte, mit Ausnahme ja der Token und des Dashboards. Das ist das Einzige, was doppelt ist. Alles andere ist tatsächlich neu. Obwohl nicht ganz. Wir werden auch Kultisten haben, aber selbst da sind die Skypes der Kultisten meines Erachtens in Season 1 anders als hier. Wobei das vollkommen egal ist, wie die aussehen. Kultisten sind Kultisten und sie wollen halt oft das Ritual vollenden. Na, jetzt geht doch mal auf, ja. <laughs> Ich das doch abziehen. Nachdem ich jetzt gefühlt zwei Stunden mit dem Klebestreifen gekämpft habe, um diese zu lösen, habe ich es endlich geschafft, habe es rausgeschnitten, damit ihr nur das seht, was wirklich von Relevanz ist und nicht, wie ich mit dieser Box kämpfe. Wir haben unterschiedliche Kultisten, unterschiedliche Skypes, dann zehn Ermittler. Das sind wieder andere Ermittler als die, die es in Staffel 1, 2 und was es sonst noch für Erweiterungen gibt. Also, habe habt ihr jede Menge Spielspaß, was die Ermittler angeht. Und wie gesagt, ob man dann tatsächlich diese exklusiven Sachen braucht, wo vielleicht nochmal 20 Ermittler drin sind, das sei dahingestellt. Ja, und hier sehen wir andere Monster, größere Monster, die eine Rolle spielen. Diese Gesellen. Und das sind noch nicht die großen Alten. Die finden wir dann in den anderen Boxen. Die zeige ich euch nachher noch, wenn wir dann direkt ins Gameplay reingehen. Wow, eine Dole. Cool. Wie gesagt, Miniaturen sind sehr cool. Von Cool Mini 100 Okay. Das zum Inhalt dieses Basisspiels. Wie erwähnt, ich habe ja noch Itaka, eine alte Bosserweiterung und ich habe Staffel 4. Das will ich euch aber erst dann zeigen, was da drin ist, wenn wir uns mit dem Gameplay auseinandergesetzt haben. Ich habe das Ganze hier in dem Video auch mit Kapitelmarken versehen, also wer das ein oder andere nicht sehen will, dann einfach direkt dorthin springen. Gut, kommen wir aufs Gameplay zu sprechen. Als erstes müssen wir eine Entscheidung treffen, welchen großen alten wollen wir besiegen oder müssen wir besiegen? Da könnt ihr jeden großen Alten nehmen, egal aus welcher Staffel, aus welcher Erweiterung, was auch immer, ihr könnt alles miteinander kombinieren. Acht nur darauf, dass die Inhalte innerhalb der Boxen auch zu diesem entsprechend großen Alten dort drin bleiben, beziehungsweise nur in eurem Spiel eine Rolle spielen, dass ihr also nicht irgendwelche Inhalte hier miteinander tauscht. Das solltet ihr auf alle Fälle nicht machen. Bekommt auch auf den Boxen immer eine Referenz, was hier drin ist, damit ihr das gut auseinanderhalten könnt. Zu dem großen Alten brauchen jetzt eine Location bzw. ein Thema, welcher Kult gerade dabei ist, den entsprechend großen All, den ihr gewählt habt, zu beschwören. Ich würde ganz einfach mal Azzatot jetzt wählen für unser Beispiel. Das heißt, diesen werde ich jetzt in meine große Schachtel wieder zurücklegen. Das ganze Material daraus benötige ich nicht. So, also das Thema. Und auch hier, vollkommen egal, welche Staffel, welche Episode, ihr könnt alles miteinander kombinieren. Auch hier wird der Hinweis nichts miteinander austauschen. Da haben wir hier Episode 1. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser an. Die anderen lege ich mal zu sein. Ich werde euch nachher noch auf der Rückseite zeigen, was es da so für thematische Episoden gibt. Und vielleicht, dass ihr auch eine Präferenz habt. Welches Spiel wollt ihr euch holen, welches nicht. Und habe ich jetzt hier einfach mal Grauen des Morgens, Staffel 3, Episode 1. Hier haben wir ein klein wenig Flufftext, um was es auch geht. Bekommt man ein klein wenig ein Feeling, ob einen das Thema anspricht oder vielleicht eher nicht oder man ein anderes bevorzugt. Dann. Wir bekommen diverses Material, was ganz wichtig ist. Wir werden also bestimmte Monster nur in dieser Episode haben. Dann werden wir Entdeckungskarten haben, die nur in dieser Episode eine Rolle spielen. Auch da bitte nichts miteinander mixen. Entdeckungskarten, das könnten irgendwelche Leute sein, die wir finden, die uns vielleicht begleiten. Irgendwelche Gegenstände, irgendwelche anderen Sachen, die uns verbessern. Eine ganze Menge. Und das ist, wie gesagt, thematisch immer total unterschiedlich. Besondere Marker werden eine Rolle spielen, die dann hier mit diesem Thema einhergehen. Mythoskarten werden wir in jeder Episode wahrscheinlich finden, bringen nämlich halt den großen Alten immer ein klein wenig voran und werden auch die Steuerung der Gegner übernehmen, die jetzt hier eine Rolle spielen. Und wir werden die Episodenkarte haben. Da werden wir die Informationen erhalten, wie können wir das Ritual unterbrechen, was gibt es für Spezialaktionen, die wir hier in der Episode machen können, die vielleicht in anderen Episoden keine Rolle spielen. Und wir werden auch den Spielaufbau hier finden, wie wir unser Szenario aufbauen. Und dann werfen wir einfach mal kurz einen Blick hinein. Das ist auch nicht in Folie eingeschweißt. Die anderen Sachen wahrscheinlich die Karten hier drin schon. Aber einfach, nur, dass ihr einen Blick bekommt. Hier sind also die Token, hier die Szenario-Karte mit den entsprechenden Regeln, ein bisschen Flufftext dazu. Wie das Szenario aufgebaut wird, mit welchen Miniaturen und welchen Kartenteilen. Die Monster, die eine Rolle spielen in dieser Episode. Dann die Entdeckungskarten, lasse ich jetzt mal noch zu. Und die entsprechenden Mythoskarten. Ich habe ja die englische Version von Staffel 1 und 2. Selbst die kann ich miteinander kombinieren, weil die Rückseiten auch mit Mythos absolut identisch sind. Finde ich sehr, sehr cool. Habe ich zwar hier und da mal ein paar englische Komponenten drin, wenn ich da etwas kombiniere, aber das ist erstmal vollkommen egal. Von der Rückseite her kann ich es nicht differenzieren. So, dann schauen wir mal kurz hier bei Azathoth den Weltenverschlinger rein. Auch hier haben wir Tucken, die nur bei diesem Boss eine Rolle spielen oder bei diesem großen alten. Dann seine Stage Cards, wie er sich dann verhält, wenn er in die Welt kommt beziehungsweise auch schon wie er sich verhält, wenn er doch außerhalb ist. Schauen wir uns gleich an. Auch hier wird es mythos geben, die eine Rolle spielen und wir werden natürlich auch coole Miniaturen haben. denke so, ich, diesmal besser gelöst. Ach, ich muss gleich so, bevor ich mich an den Klebestreifen wieder verausgabe. Wir haben also hier, wow den großen alten und wir haben seine speziellen schergen die nur mit diesem großen alten eine rolle spielen die werden also mit anderen großen alten nicht haben und das ist halt das coole an dem Spiel. Das ist so vielseitig. Ist. Es ist Szenario spezifisch, also keine große epische narrative Geschichte, um irgendwas jetzt erstmal stundenlang lesen zu müssen. Einfach aufbauen, ihr wählt einen großen alten, eine Episode, könnt quasi die Sachen so zusammenstellen, wie es euch beliebt und bekommt je nachdem welchen großen alten ihr habt, welche Episode ihr habt, immer ein komplett anderes Spiel. Und wohlgemerkt, ohne dass ihr großartige neue Regeln lesen müsst. Auch das ist ja nicht unbedingt immer bei jedem Spiel gegeben. Es gibt zwar viele Spiele, die verschiedene Szenarien haben, aber dann mit so vielen Spezialregeln einhergehen, dass man schon fast ein neues Spiel lernen muss. Aber hier auf alle Fälle ist das nicht der Fall. Gut, jetzt werde ich einfach mal diese Episode mit diesem großen Alten aufbauen und dann werde ich euch kurz anhand von ein paar Möglichkeiten zeigen, was ihr in diesem Spiel machen könnt, müsst, dürft und dann könnt ihr selber abwägen, ob diese Art Spiel etwas für euch ist oder eher nicht. Okay, ich habe jetzt hier diese Episode mal relativ kompakt aufgebaut, damit ich alles in der Kamera habe. Ihr werdet es dann auf eurem Tisch so organisieren, damit es für euch am besten Platz hat. Ich werde mir das nachher auch noch umbauen, wenn ich euch die einzelnen Sachen erläutere. Wir haben auf alle Fälle unsere Episode hinsichtlich des Map-Layouts. Das heißt, wir haben hier diverse Raum- und Kartenteile. Die werden so platziert wie hier angegeben mit den entsprechenden Nummerierungen, Ausrichtungen und auch der korrekten Seite. Das Weiteren ein paar Angaben, welche Token und welche Miniaturen bereits platziert worden sind. Dann habe ich zwei Ermittler gewählt. Das sind diese beiden Sheets und die beginnen hier unten in, bei diesem Start-Token. Wenn ihr das Ganze solo spielt, müsst ihr mindestens zwei Ermittler steuern. Ist überhaupt kein Problem, das Spiel ist sehr schnell und flüssig und selbst wenn ihr zu fünft spielt, es gibt relativ wenig Downtime. Klar müsst ihr warten, bis wenn ihr wieder am Zug seid, aber ihr sprecht euch die ganze Zeit ab. Wer geht wohin, wer macht irgendetwas, wer siegt vielleicht einen Gegner, wer zieht die Gegner weg. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, was das Miteinander angeht. Für jeden unserer Ermittler habe ich jetzt noch zufällig eine Psychose gezogen. Und dann haben wir unser Boss-Tableau sowie das neue Tableau des Unbekannten. Für eure ersten Partien empfehle ich euch vielleicht das Board des Unbekannten wegzulassen. Es ist eine Erhöhung des Schwierigkeiten. Gerade ist. Ihr habt erstmal genug Möglichkeiten mit den Standardsachen, ohne halt das zusätzliche Monster euch das Leben schwer machen. Aber jetzt hier für die Demonstration lasse ich es einfach mal drin. So, auf dem Board selber, beziehungsweise auf dem Board des Unbekannten kommen diverse Karten, werde ich gleich euch mitteilen, was da alles so drauf kommt und was es da für Informationen gibt. Wir haben aus der Episodenbox diverse Entdeckungskarten, die so stabil gut mischen, denn hier werden wir wichtige Sachen finden, die auch mit diesem Szenario eine Rolle spielen. Und es gibt einmal für den großen Alten, für azatot und auch für die Episode jeweils Mythos-Karten, auch diese werden wir jetzt benötigen. Zusammen auch mit den Mythos-Karten für das Tableau des Unbekannten, falls ihr mit dieser Option spielt. Und auch noch die Relikt-Karten. Das erleichtert euch das Ganze ein klein wenig. Auch ich werde das hier mit hineinnehmen. Ansonsten legt alle Marker und Würfel, die ihr vielleicht sonst noch braucht, einfach neben das Spielfeld bereit. Hier und da wird das Spiel darauf Zugriff nehmen, dass ihr den einen oder anderen Marker benötigt. Aber okay, schauen wir uns mal das Boss-Tableau ein klein wenig näher an. Schauen wir uns das Herzstück von Cthulhu Death medallion an, das Bord des großen Alte. Wir haben hier oben einen Track, wo der große Alte, den wir gewählt haben in Form von Azathoth, auf den ganz linken Spot gestellt wird. Und er wird mit der Zeit diesen Spot entlang wandern, sollte er irgendwann dieses Feld erreichen. Habt ihr das Spiel sofort verloren? Eigentlich wird die Miniatur nicht selber dorthin gelangen, sondern ein sogenannter Platzhalter. Denn die Miniatur wird irgendwann in unsere Welt erscheinen, wenn sie halt beschworen worden ist. Und das wird dann passieren, wenn wir das Ritual unterbrochen haben. Oder wenn die Miniatur diesen roten Bereich erreicht, dann kommt sie auch in unsere Welt hinein, wird dann ersetzt mit diesen Token. Und dieses wandert dann alternativ weiter. Und wie gesagt, erreicht es das Feld da hinten, haben wir das Spiel verloren. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Alles, was sonst noch zum großen Alten gehört, sehen wir hier auf der linken Seite des Boards einmal die Stage-Karten von den großen Alten, die wir gewählt haben, in Form von Azaton. Die werden in eine Reihenfolge gebracht: 1, zwei, drei und die letzte Stufe. Und solange er noch nicht da ist, wirkt sich erstmal nur die erste Stufe aus. Das heißt, ihr müsst immer ein wenig hier auf diese Texte achten, was steht drauf, dass ihr das richtige Timing habt, um die entsprechenden Sachen dann abzuhandeln. Wenn dann der große Alte in unsere Welt kommt, dann wandert er nach vorne. Wir kommen zum nächsten Stadium. Allerdings. Alle Fähigkeiten, die zuvor da waren, die gelten weiterhin. Die sind nicht aus dem Spiel. Legt sie quasi einfach hier neben das Board. Sie wirken sich ergänzend aus. Allerdings kommen dann neue Fähigkeiten dazu und wir haben jetzt hier auch eine Angabe, wie viele Lebenspunkte wir runterschlagen müssen oder wunden wir ihnen zufügen müssen, damit wir ins nächste Stadium hineinkommen. Die nächste Karte kommt zum Vorschein und auch die vorangegangene Karte hinsichtlich der Fähigkeiten bleibt weiter im Spiel. Somit wird der große Alte hier mehr Wunden wie ihm zufügen, wird er immer stärker. Aber wir müssen ihn ja quasi dorthin bringen, wenn wir ihn besiegen wollen. Und das ist unser Spiel. Nur dann gewinnen wir. Das ist die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ihn quasi durch diese ganzen Stufen zu prügeln und die letzten Lebenspunkte runterzuschlagen. Das ist keine leichte Aufgabe. Denn er kommt nicht allein. Denn er hat auf alle Fälle Kultisten. Das sind diese roten Miniaturen, die sind jetzt schon zu Beginn des Spieles da und könnten im Laufe des Spiels Jetzt noch mehr werden. Doch nicht nur Kultisten bringt er mit, sondern auch spezielle Schrecken. Und das ist hier der Tänzer von Azathoth. Da gibt es vier Miniaturen, die sind auch in seiner Bossbox drin. Deswegen wird nur mit Azathoth diese Kreatur eine Rolle spielen und sie wird uns das Leben nicht leichter machen. Jeder große Alte hat neben speziellen Schrecken, die er mitbringt, auch oft irgendwelche Sonderfähigkeiten oder Marker. Hier ist das bei Aznarthot der kosmische Marker beziehungsweise die ist in eine ganze Menge und hier und da könnten halt verschiedene Gegner damit verstärkt werden. Sie werden also damit zu kosmischen Wesen kriegen, so einen Marker über die entsprechenden Effekte und dann haben sie von Haus aus einen Würfel mehr, den sie beim Angriff werfen und einen Lebenspunkt mehr. Deswegen er wird also seine Monster stärken. Doch damit nicht genug, kommen wir hier zur rechten Seite. Das beschreibt nämlich alles was mit der Episode einhergeht. Diese zwei Sachen könnt ihr, wie mehrfach erwähnt, miteinander kombinieren in einer Zusammenstellung, wie ihr gerne möchtet. Nur halt, dass diese Monster nur jetzt hier bei Azathoth sind und dass diese Monster jetzt speziell hier bei dieser Episode eine Rolle spielen. Und da können wir die Karte auch schon umdrehen, denn den Spielaufbau hatten wir ja schon getätigt. Und hier bekommen wir jetzt die Informationen, die wir benötigen, um das Ritual zu unterbrechen. Als erstes hier oben gibt es ein klein wenig Hintergrundgeschichte, worum es hier in diesem Szenario bzw. in dieser Episode geht. Kurz zusammengefasst, hier sind irgendwie zwei Hexen verurteilt worden und die haben sich gegenseitig beschuldigt und diese Väter ist immer noch da, selbst nach dem Tod und diese mystische Energie aufgrund des Todes dieser Hexen macht sich der Kult zu eigen, um halt Azathoth zu beschwören. Unsere Aufgabe wird es sein, quasi diese Energie zuvor zu kappeln und das gelingt uns nur dann, an, wenn wir quasi die Geschichte wieder ein klein wenig richtig rücken, wie sie damals falsch erzählt worden ist. Das heißt, wir müssen die Geschworenen, die diese Hexen für schuldig befunden haben, so konvertieren von der Unschuld zu überzeugen, dass sie halt sagen, nein, diese Hexe war unschuldig. Wie das passiert, das werden wir hier über diese Spezialaktionen durchführen können. Jede Episode hat spezielle Aktionen, die nur in dieser Episode eine Rolle spielen. Die erste Aktion hier zum Beispiel Geschworene versammeln, da können wir einfach irgendeinen Geschworen, das ist ein Token, schauen wir uns gleich an, auf dem Spielfeld um zwei Felder bewegen. Und dann haben wir Geschworene überzeugen. Dann müssen wir einen Test machen und gelingt uns der Test. Dann wird dieser Geschworen, der zu Anfang auf schuldig plädiert, dann auf einmal auf. Unschuldig plädieren. Und unsere Aufgabe, um das Ritual zu unterbrechen, ist ganz oben angegeben: wir müssen alle vier Geschworenen so überzeugen, dass sie hier von der Unschuld ausgeht. Und dann müssen wir sie noch zum Stadtplatz bringen. Und wenn uns das gelungen ist, dann haben wir das Ritual unterbrochen. Und Azathoth kommt sofort in unsere Welt. Gehen wir quasi dann ins Stadium 2. Allerdings, es gibt immer wieder Sonderregeln, wenn zum Beispiel der große Alte vorrückt, hier auf diesem Track, da müssen wir etwas abhandeln. Bei den Monstern passiert immer irgendetwas, wenn er vorrückt. Sollt ihr auf alle Fälle immer genau schauen, wenn er das macht, dass er jede Karte abhandelt, welche Effekte da auch zum Tragen kommen. Sollte der große Alte mal hier dieses Feld erreichen, obwohl er hier noch außerhalb der Welt ist, dann kommt er trotzdem in unsere Welt, wird wie gesagt durch das Token dann ersetzt, was da hinten draufgelegt gelegt wird. Allerdings, wir können ihm dann noch keinen Schaden zufügen, bis wenn wir nicht das Ritual unterbrochen haben. Das wird immer noch unsere Primäraufgabe sein und das ist in jeder Episode, dass wir immer erstmal das Ritual beenden müssen. Das wird aber immer auf eine andere Art und Weise in einer anderen Location passieren. Dann haben wir noch spezielle Monster, die nur mit dieser Episode daherkommen. Da hatten wir schon ein paar zum Start platzieren müssen, aber da werden im Spiel auch noch mehr kommen und uns das Leben schwer machen. Doch kommen wir auf das Thema, wie rückt denn Azatoth vor? Wir werden nachher noch ganz kurz darauf eingehen, was es für Spielphasen gibt und da werde ich das auch nochmal ganz kurz erwähnen, aber weil wir gerade jetzt hier bei diesem Tableau sind. Wir werden Mythoskarten haben in dem Spiel. Das sind diese Karten. Da gibt es einmal acht Stücke, die mit dem großen Alten kommen. Und es gibt acht Stück, die mit der Episode daherkommen. Diese 16 Karten werden gut miteinander gemischt. Ihr könnt sie auch dann am Ende gut auseinanderhalten. Hier unten steht, ob sie halt zum großen Alten gehören oder zur Episode, damit ihr sie dann, wenn ihr fertig seid mit dem Spiel, auch wieder auseinanderdröseln könnt und schön verpacken könnt. Wir haben bei den meisten Karten so ein Symbol und das ist auch das gleiche Symbol, was wir hier dann hier oben haben, beziehungsweise der Marker, der teilweise hier lang wandert. Immer wenn ein Zug zu Ende ist von einem Ermittler wird er so eine Mythoskarte ziehen und dieses Symbol hat er dann erstmal keine Auswirkung. Die Effekte müssen abgehandelt werden. Wenn aber dann diese Karten bleiben offen liegen, das dritte Symbol gezogen wird irgendwann, dann wird der große Alte um einen Schritt vorwandern, dann werden die entsprechenden Effekte abgehandelt, was dann auch passiert. Und wenn es noch kein rotes Feld ist, dann bleibt er noch dort oben, dann geht es ganz normal weiter. Wird es das rote Feld sein, kommt er in unsere Welt. Ist er dann in unserer Welt und haben wir das Ritual beendet, dann können wir ihn auch angreifen. Der Marker, also dieser, wird dann quasi weiter wandern. Auch immer, wenn diese drei Symbole kommen, deswegen kann das Spiel dann trotzdem zu Ende gehen. Selbst wenn Azatot bei uns in der Welt ist, dass wir das Spiel dennoch verlieren. Es ist also Eile geboten. Gut, also diese 16 Mythos-Karten für euer reguläres Spiel legt das einfach hier daneben bereit. Jetzt spielen wir aber noch hier mit dieser zusätzlichen komponenten Das Wort des Unbekannten bringt einmal die Möglichkeit, dass ihr zwei extra Monster ins Spiel bringt. Ihr könnt das aber noch ein klein wenig abschwächen. Auf der Rückseite ist nur eins Und dann braucht ihr auch das Ganze nur mit einem Monster spielen oder lasst halt komplett weg, wie es euch lieb ist. Von diesen Monstern, ich habe ja schon mal zwei zufällig gezogen. Nehmt quasi die Karten, die ihr habt. Achtung, hier sind die Karten von Staffel 1 und Staffel 2 mit dabei. Habt ihr die nicht, müsst ihr die entsprechend aussortieren. Ihr seht in der Anleitung, welche Monstertypen euch zur Verfügung stehen und diese könnt ihr dann auch anwenden. Die einzigen Monster, die ihr hier nicht aufs Tableau bringen dürft, sind die Monster, die schon eine Rolle spielen hier in dieser Episode, also quasi nicht doppelt vertreten sein dürfen. Somit sind diese quasi außen vor und dann zieht quasi von den anderen, bis wenn ihr eure zwei Monster habt. Zu Beginn des Spieles sind bereits von jedem Monster Monstertyp. Eines auf dem Spielfeld. Dafür gibt es diese zufälligen Marker und da sehen wir hier einmal unsere Spawn-Tore, wo dann auch die Gegner teilweise rauskommen und wir haben so ein Startfeld. Das nehmen wir erstmal raus, das brauchen wir hier nicht. Wir nehmen jetzt einfach diese drei, platzieren hier eins drauf und dann nehmen wir noch die beiden, platzieren hier eins drauf und dieses Monster kommt bei diesem Spawn-Tor raus und dieses kommt bei diesem raus. Heißt, ich nehme dann jeweils eine so eine Miniatur und platziere sie dann auf das Spielfeld. Werden wir gleich machen. Den einen Schritt müssen wir noch abhandeln, wenn wir diesen Modul spielen wollen, denn es gibt noch extra Mythoskarten. Vier Stück an der Zahl das sind, glaube ich, alles die gleichen. Heißt einfach nur, dass ein bestimmtes Monster sich bewegt. Einmal dieses mit der Kette und einmal das mit dem Diamant. Das sind halt diese Symbole, die hier jeweils hier oben angegeben sind. Hier ist das mit dem Diamant und da mit der Kette. Und diese vier Karten, die mischt ihr ergänzend hier mit hinein, in das Deck. Und die könnten auch zum Vorschein kommen. Und wenn ihr so eine Karte gezogen habt, müsst ihr die Monsterbewegung durchführen. Aber danach noch eine Mythoskarte ziehen. Es entbindet euch quasi nicht vom normalen Effekt. So, und dann habe ich hier mal noch diese extra unbekannten Monster platziert. Einmal dieses eine beim gelben Spawn-Tor. Und hier sehen wir auch mal... So ein Geschworenen-Token. Auf der roten Seite plädiert er noch für schuldig. Und wenn es mir dann irgendwann gelingt, über die Aktion und die entsprechenden Sachen einen Erfolg zu haben, dann kann ich das Blättchen umdrehen und dann ist er von der Unschuld überzeugt. Und das muss ich mit allen vier Geschworenen machen, die hier auf diesem Spielplan verteilt sind. Und dann muss ich sie alle noch hier zum Stadtplatz bringen und dann wäre das Ritual schon unterbrochen. Klingt einfach. Wird es aber auf alle Fälle nicht sein. Dann hier im Süden hatten wir beim blauen Spawn-Tor ja noch diesen Schlangenmensch. Ich hatte eben gerade die falsche Miniatur gegriffen. Das ist die richtige, denn dieses ist der Gast. Und das ist eine Miniatur, die jetzt hier in dieser Episode sowieso vorkommt. Und deswegen durften wir sie eh nicht benutzen. Damit haben wir uns mit dem Spielkonzept von Cthulhu Death Medai erstmal auseinandergesetzt. Also wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen den großen Alten beschwören. Und das gelingt uns, wenn wir das Ritual unterbrechen. Und episodenspezifisch hat das etwas mit diesen Geschworen zu tun, die wir hinbringen müssen. Und das alles müssen wir mit unseren beiden Ermittlern hinkriegen, ohne dabei zugrunde zu gehen. Wir verlieren das Spiel, wenn ah, der Zeitmarker das rechte Feld auf dem großen Alten-Tableau erreicht, das hatten wir ja gesehen gehabt, oder wenn einer unserer Ermittler stirbt. Sofern der große Alte noch nicht in unserer Welt ist. Ist der große Alte aber dann irgendwann im Spiel, erstmal vollkommen egal, ob das Ritual unterbrochen worden ist oder nicht, und stirbt dann einer unserer Ermittler, dann ist das Spiel noch nicht verloren. Dann geht es weiter. Die anderen können immer noch den großen Alten bezwingen. Er gilt also quasi als Opfer, wenn er quasi im Kampf gegen den großen Alten stirbt. Aber er muss halt da sein. Ist er noch nicht da und stirbt einer, dann heißt es Game Over. Okay, dann schauen wir uns mal noch beispielhaft die beiden Ermittler, die ich jetzt hier gewählt habe, an, beziehungsweise wir werden mal einen Zug spielen, damit ihr ein Gefühl für das Gameplay bekommt. Die Züge wiederholen sich natürlich dann immer wieder, bis wenn ihr das Spiel gewonnen oder verloren habt. Werfen wir mal einen Blick auf unser Playerboard. Hier bekommen wir auch eine Übersicht über den Zug, wie wir ihn gestalten dürfen und müssen. Ihr wählt einen Startspieler, dann führt er einen kompletten Zug aus mit allen Gegneraktivierungen, die das Ganze so mit sich bringt. Danach ist der nächste Spieler zur Linken dran, dann geht das Reihe um immer wieder, bis halt das Ende des Spieles erreicht ist. Wir haben eine Psychose und des Weiteren, weil wir halt mit dem neuen Modul spielen, wenn wir es einfach mal beispielhaft machen, kriegen wir auch noch ein Relikt, was wir halt benutzen können. Hier halt diese uralte Götze. So, was haben wir hier alles? Wir haben hier oben einen Track für geistige Gesundheit. Die werden wir nach und nach verlieren. Das ist gut wie auch schlecht. Gut ist es dahingehend, dass bei bestimmten Schwellwerten wir stärker werden. Und zwar immer, wenn so ein grüner Würfel darunter ist, dürfen wir bei Proben einen so einen Bonuswürfel extra dazu werfen, was die Chance auf Erfolge uns erhöht. Des Weiteren, wenn wir so eine Markierung mit so einem Tentakel erreichen, dürfen wir eine unserer drei Fähigkeiten ins nächste Level hineinbringen. Und die Fähigkeiten, die sind von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Und je stärker sie so sind, desto besser. Besser natürlich für uns. Ihr seht also, nicht ganz alle Latten am Zaun zu haben, ist hier in diesem Spiel auf alle Fälle gewünscht, weil man halt dadurch besser wird. Aber man sollte es nicht übertreiben, denn wandert der Marker hier rüber gilt der Charakter als besiegt. Geistige Gesundheit wird man auch schwer wieder abbauen können, bzw. stärken können, aber hier und da gibt es vielleicht doch mal irgendwelche Erkundungskarten, die das doch gestatten, aber rechnet erstmal nicht damit. Des Weiteren, wir haben hier unsere Psychose, die wird immer ausgelöst. Wenn wir so eine Markierung erreichen. Übrigens, wenn wir Geist und Gesundheit verlieren und würden über diese Markierung hinausgehen, würden wir erstmal hier anhalten und der Rest würde dann verfallen und erst beim nächsten Mal würden wir weiter voranschreiten. Also, das kann man auch ein klein wenig abteilen, wenn man zum Beispiel hier ist und okay, jetzt Würfelwürfe macht, wo die Chance ist, dass man ganz viel Geist und Gesundheit verliert. Vollkommen egal, denn mehr als eins würde der Marker dann eh nicht weiter wandern. Aber ist er dann hier, würde diese Psychose ausgelöst werden und jeder hat immer einen anderen Effekt. Der eine ist mal ein bisschen schwerwiegender, der andere nicht so sehr. Hier bei ihr ist es so, dass sie halt sich dann um zwei Felder wegbewegen muss, wenn das möglich ist und alle Gegner würden ihr folgen. Die uralte Götze, die wir jetzt hier bekommen haben als Relikt, ja, da haben wir einmal je Zug einen Bonus, den wir halt verwenden können. Und er besagt halt, wenn wir Wunden bekämen, Wunden werden hier unten dargestellt, dann können wir das Ganze auch in geistige Gesundheit hinnehmen. Mal ja, gut wie auch schlecht sein. Sind wir irgendwann beim dritten Marker, also hier an dieser Stelle, dann dürfen wir unser Relikt umdrehen und profitieren dann von diesem verstärkten Effekt. Aber da sind wir noch nicht. Das verstehen wir noch nicht. Erst wenn wir ein klein wenig geistig vernebelt sind, dann wird uns dieses Relikt offenbart. So, was haben wir noch? Wir haben hier den Lebenspunkte-Tracker, hatten wir gerade gesehen gehabt. Wenn wir Wunden erleiden, dann wandert er halt immer weiter und erreicht das Tentakel hier drüben, dann gilt unser Charakter auch als besiegt, gilt es zu verhindern. Und wir haben auch Stress, den wir einsetzen können. Manchmal sind das irgendwelche Effekte, die Stress verlangen, aber wir könnten auch Stress verwenden, um einen Würfel neu zu werfen. Ihr könnt die Würfel immer wieder werfen. Das heißt, je genug Stress ihr auch noch aufwenden könnt, deswegen könnt ihr eure Würfel ein klein wenig manipulieren. Aber manchmal ist es auch ganz gut, noch ein klein wenig Stress Übrig zu haben, um vielleicht einen besonderen Effekt oder eine bestimmte Entdeckung machen zu können. So, und apropos Entdeckungen, ich hatte es schon angesprochen gehabt. Wir haben hier links und rechts so kleine Slots. Ich hole mal eine Entdeckungskarte mal hier heraus, die wir gegebenenfalls mal ziehen könnten. Ich lege sie auch wieder oben drauf. Vielleicht im Beispiel ziehen wir sie sowieso, deswegen hätten wir sie dann gesehen gehabt. Und dann können wir uns zum Beispiel entscheiden, ob wir diese Sache haben wollen oder diese Sache haben wollen, mit dem entsprechenden Effekt, den wir abhandeln müssen. Und dann geht diese. Entdeckungskarte, je nachdem, welche Seite wir gewählt haben, hier unten drunter. Und dann haben wir diesen zusätzlichen Effekt auf der Seite oder halt auf der anderen Seite. Aber Achtung, ihr könnt das dann nicht mehr switchen. Habt ihr euch für eine Seite entschieden, ist das für den Rest des Spieles so. Aber okay, dann starten wir einfach mal einen Zug. Der geht los. Wir haben mit unserem Ermittler drei Aktionen. Wenn wir drei Aktionen durchführen können, da haben wir fünf verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns entweder bis zu drei Felder bewegen, wir können einen Gegner angreifen, wir können rasten, wir können mit anderen Ermittlern auf unserem gleichen Feld handeln, das heißt Gegenstände oder Companions hin und her schieben, wie wir wollen, oder wir können spezifische Episodenaktionen, die auf der Episodenkarte aufgezeigt sind, durchführen. Dabei können wir die Aktion in beliebiger Reihenfolge und so oft durchführen, wie wir wollen. Bei der Bewegung ist nur drauf zu achten, wenn ihr euch nur ein Feld bewegt und dann eine andere Aktion durchführt, dann ist die Bewegung beendet. Ihr könnt also nicht die restlichen Bewegungspunkte danach noch fortführen. Gut, dann werden wir einfach mal mit Ergesser ein paar dieser Aktionen durchführen. Jetzt, ohne dass ich auf die Taktik achte, ich will euch einfach nur das Gameplay erläutern. Denn eigentlich wäre es besser, jetzt mit ihr hier einen Angriff zu starten, denn sie hat eine spezifische Fernkampffähigkeit. Denn hier werfen wir mal einen Blick drauf. Bei Fernkampf, du kannst ein Ziel angreifen, das ein Feld entfernt ist. Das haben nicht alle Ermittler, deswegen immer auf eure Fähigkeiten achten. Aber um euch die einzelnen Aspekte kurz erläutern zu können, werde ich jetzt mal auf die Taktik verzichten und deswegen keinen Fernkampfangriff initiieren, sondern ich will mal mit der Bewegung starten. Heißt, wir können uns mit Ergesser jetzt bis zu drei Felder bewegen. Was ist ein Feld? Das muss nicht unbedingt ein komplettes Teil sein. Wir haben verschiedene einzelne Teile und die können manchmal komplett ein. Feld sein, so wie dieses. Und wir haben manchmal so Teile, die sind unterteilt in mehrere Felder. Hier haben wir 1, 2, 3. Die Grenzen erkennen wir immer relativ eindeutig an solchen Mauern und des Weiteren auch teilweise an Pfeilen die nach außen zeigen. Bei Feldern mit solchen Pfeilen besteht die Möglichkeit, dass da ein Durchgang zu einem benachbarten Feld ist. Allerdings nur dann, wenn bei dem benachbarten Feld auch ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Das heißt, ihr braucht immer zwei Pfeile, die aufeinander zu sind und dann wäre das ein Durchgang. Wäre nur auf einer Seite kein Pfeil, dann ist das kein Durchgang, egal in welche Richtung. Somit, der Gässer könnte jetzt hier reingehen, hier reingehen, macht aber, denke ich mal, nicht allzu viel Sinn, es sei denn, sie will irgendwelche besonderen Sachen finden, aber komme ich nachher gleich drauf zu sprechen. Hier sehen wir einen Pfeil nach oben, wir sehen einen Pfeil nach unten. Das ist also ein Durchgang. Hier kann ich meinen ersten Bewegungspunkt aufbrauchen. Und hier haben wir keine Abgrenzung. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Feld. Ein Gegner hat jetzt erstmal überhaupt keine Konsequenzen, wenn ich auf das Feld drauf trete. Auch keine Konsequenzen hätte es, wenn jetzt ein oder mehrere Feuertoken jetzt auf diesem Feld wären. Das Reintreten ist immer unschädlich. Allerdings, beim Verlassen müsst ihr auf einiges achten. Verlasst ihr ein Feld mit Feuer, dann bleibt das Feuer auf dem Feld drauf. Allerdings bekommt ihr die gleiche Anzahl an Feuertoken, wie hier auf dem Feld, auf euer Charakterboard. und nachher im späteren Verlauf eures Zuges müsst ihr euch diesem Feuer bei euch stellen, ob es Schaden anrichtet oder nicht. Deswegen nicht ganz so günstig, wenn ihr Feuer auf euch drauf habt. Vielleicht habt ihr ja Möglichkeiten, Feuer zu löschen. Solltet ihr auf alle Fälle in Erwägung ziehen. Jetzt hier bei uns hat Feuer erstmal keine Relevanz, aber wer weiß, was das Szenario alles noch für uns parat hat. Bewegen wir uns hingegen auch vom Feldern weg, wo Gegner drauf sind. Dann werden uns alle Gegner verfolgen. Das heißt, egal wie viele hier sind, die rennen alle hinter uns her und es ist auch vollkommen egal, ob andere Ermittler bereits auf dem Feld sind. Sie haben da erstmal kein Interesse dran. Nur immer am aktiven Spieler. Das ist eine sehr gute Taktik, um Gegner mal irgendwo hinzuloggen. Allerdings halt mit der Konsequenz, dass ihr dann ziemlich viel an eurer Backe habt. Machen wir also mal das Beispiel, mein zweiter Bewegungspunkt. Ich gehe hier oben rein. Auch hier gibt es ein verbundenen Raum, dieser wird mir automatisch folgen. Ich werde also hier keinen Fernkampf mehr machen können, weil ich ihn halt quasi nicht loskriege. An dieser Stelle würde ich mal meine Bewegung beenden, weil ich will nicht noch weiter hingehen, weil den Kultisten will ich nicht auch noch aufscheuchen. Komme ich zu meiner zweiten Aktion. Ich will jetzt tatsächlich mal angreifen und ich habe einen Gegner auf meinem Feld. Wie erwähnt, wenn ihr die Fernkampffähigkeit habt oder vielleicht auch andere Fähigkeiten, die andere Ziele ermöglichen, achtet da immer darauf, dass ihr diese ebenfalls auch ins Ziel nehmen könnt. Aber ihr müsst den Gegner eindeutig bestimmen, auch wenn es gegebenenfalls mehrere sind. Deswegen, ich werde jetzt diesen, ist ja nur der eine Gegner, jetzt für mein Ziel wählen. Achtet bei sämtlichen Aktionen, die ihr durchführt, immer darauf, was habt ihr für Fähigkeiten. Haben die gegebenenfalls für die ein oder andere Aktion Auswirkungen? Fernkampf, hatten wir schon festgestellt, gehabt, geht auf ein Distanz. Aber wir haben auch den Killer Instinkt hier für Ergesser, welcher besagt, einmal pro Zug kann ich, wenn ich angreife, einen Stress erleiden. Das heißt, Stress wäre quasi hier einmal nach vorne gehen, um eine zusätzliche Wunde zuzufügen. Diese Information ist für uns sehr wichtig, denn sie hilft uns gegebenenfalls, den Gegner zu bezwingen. Wir sollten uns immer genau vergewissern, was haben wir für Gegner, was haben sie für Fähigkeiten. Bei diesem Gast haben wir diese Gegnerkarte. Auf der linken Seite die Angabe, wie viele Würfe wird er werfen, wenn er uns angreift. Er wird jetzt keinen Angriff durchführen. Da gibt es eine extra Phase dafür. Heißt, für unseren Angriff ist das vollkommen irrelevant. Hier in der Mitte eine Fähigkeit, manchmal aktiv, manchmal passiv. Hier, wenn dieser Gast einen Angriff überlebt. Fügt er uns eine Wunde zu. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht mit einem Rutsch wegmache, kriege ich eine Wunde verpasst. Und ganz hier oben haben wir noch die Angabe, wie viel Lebenspunkte er hat. Drei Wunden muss ich also zufügen, um ihn zu besiegen. Das könnte tough werden, aber aufgrund unseres Killerinstinkts vielleicht doch eine Möglichkeit. Nehmen wir mal ganz kurz hier die Gegenstände zur Seite. Wenn wir nämlich angreifen, müssen wir Würfel werfen. Wir müssen eine Würfelprobe machen. Und viele Effekte im Spiel erfordern eine Probe. Wenn ihr eine Probe machen müsst, nehmt ihr immer diese drei schwarzen Würfel. Müsst ihr hingegen einen Gegnerangriff gegen euch durchführen, nehmt ihr immer die Würfel, die bei der entsprechenden Gegnerkarte aufgezeigt sind. Und da gelten Erfolge, die ihr dem Gegner zufügt, immer als Treffer und Erfolge, die der Gegner euch zufügt, auch als Treffer. Erfolge sind immer... Dieses Ausrufezeichen. Das ist also das, was ihr haben möchtet, wenn ihr den Gegner angreift. Und das ist das, was ihr nicht haben möchtet, wenn der Gegner euch angreift. Was ihr überhaupt nicht so gerne sehen wollt, ist dieses Tentakel-Symbol. Das bedeutet nämlich, es ist kein Erfolg. Allerdings, ihr erleidet Wahnsinn. Das heißt, eure geistige Gesundheit wird schwinden und ihr müsst den Track entsprechend ein Feld weiter vorrücken. Und dann kann es halt passieren, dass ihr eure Psychose ausführen müsst. Aber vielleicht bekommt ihr dann auch einen Bonus, könnt aufleveln. Manchmal ist es auch ein Vorteil. Wahnsinn zu erleiden. Oder ist es egal, ob ihr angreift und das Tentakel habt oder das Monster euch angreift, ihr erleidet immer diesen Wahnsinn. Bei diesen zum Beispiel werden drei schwarze Würfel geworfen. Das heißt, ihr habt auf alle Fälle mehr Furcht vor diesem und könnt eher dem Wahnsinn verfallen, wenn diese angreift, eher weniger. Dann haben wir noch dieses mögliche Ergebnis. Mit diesem ja, Ältersein. Das hat erstmal überhaupt keine Relevanz. Es sei denn, auf einer entsprechenden Karte, Fähigkeit ist da etwas angegeben. Es gibt manche Fähigkeiten, die besagen, wenn du ein Älter sein würfest, dann gilt das als Erfolg oder es gilt als Wahnsinn oder irgendetwas anderes, solltet ihr auf alle Fälle eure Fähigkeiten beachten. Tja, wir haben noch andere Ergebnisse. Wir haben nämlich eine Kombination aus Erfolg und Wahnsinn. Klar, es ist also ein Treffer und einmal Wahnsinn, was wir erleiden. Und es gibt auch ein Blank, glaube ich. Jawohl, ein Blank und da. Passiert gar nichts. Wenn wir dann irgendwann auf unserer Wahnsinnsleiste weiter vorangeschritten sind oder vielleicht auch Gegenstände oder andere Effekte und Fähigkeiten haben, werden wir nach und nach Bonuswürfe erhalten. Das sind quasi. Diese Grünen, die werden dann zu unserem Wurf mit hinzugenommen und haben die ähnlichen Ergebnisse drauf wie die Schwarzen, mit Ausnahme, es gibt keinen Wahnsinn drauf. Das heißt, wir haben Blankseiten, zwei Stück, wir haben zwei Erfolgsseiten und wir haben zwei Seiten mit dem Ältersein, wobei bei einem Ältersein ist auch ein Erfolgssymbol dabei. Und deswegen ist, wenn dieser angreift, dieser nicht ganz so einflößen, weil wir werden kein Wahnsinnsymbol mit seinem Angriff erfahren. Doch das nur rein hypothetisch. Wir haben momentan keine Bonuswürfe. Wir haben nur diese. Und jetzt will ich natürlich, wenn möglich, Erfolge haben, um den Gegner wegzumachen. So, was haben wir da? Das sieht nicht gut aus. Wir haben einmal ein Ältersein, was uns nichts bringt. Einmal ein Wahnsinn, was uns den Track ansteigen lassen würde. Und ein blank, somit keinen Treffer. So, dann würde ich einfach mal sagen, ja, dieses Ergebnis gefallen mir überhaupt nicht. Ich werde zweimal Stress bezahlen, um zweimal einen Würfel neu zu werfen. Und das kann ich mit jedem Würfel machen und ich könnte auch den gleichen Würfel mehrfach werfen. Also es ist also nicht erforderlich, gleich den Stress auf einmal zu bezahlen und dann alle Würfel gleichzeitig zu werfen. Wir können das eins nach dem anderen machen. Da ich aber, wenn möglich, gerne zwei Erfolge haben möchte, um zwei Wunden zuzufügen und dann noch über meinen Killerinstinkt die dritte Wunde, würden mir zwei Würfel reichen, wenn das Ganze dann von Erfolg gegründet ist. Ich werde erstmal das Tentakel-Symbol nehmen, weil das will ich auf alle Fälle nicht haben und habe okay wenigstens ein Erfolg mit dabei und für meinen zweiten Stress habe ich dieses Ergebnis okay jetzt habe ich meine zwei Treffer allerdings auch dieses Symbol jetzt könnte ich es natürlich riskieren nochmal Stress zu bezahlen um diesen nochmal neu zu werfen aber die Chance dass ich dann das richtige treffe ist jetzt nicht so hoch heißt ich werde dieses Ergebnis anwenden zwei Erfolge und einmal ein Wahnsinnssymbol das Wahnsinnsymbol bringt mich ein Feld weiter. Am Anfang wollt ihr eigentlich teilweise auch schneller etwas Wahnsinn bekommen, um zumindest einen Bonuswürfel zu erhalten. Wenn ihr aber irgendwelche Gegenstände zwischendurch gefunden habt, die euch sowieso viele Würfel geben, dann wollt ihr das vielleicht auch gering halten. Ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Und wir können einmal Stress erleiden. Wenn wir noch eine zusätzliche Wunde zufügen wollen für den Angriff, und das möchte ich auch, und deswegen noch einmal Stress. Allerdings, wir können den Stress nur bezahlen, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, hier diesen dann auszugeben. Fügen wir also die Wunden des Angriffes hinzu. Zwei Erfolge über die Würfe und eine weitere Wunde. Über unseren Killerinstinkt. Das sind drei Wunden. Er hat nur drei Lebenspunkte und deswegen ist er besiegt, wird einfach nur vom Spielfeld entfernt, gibt keine Belohnung oder irgendetwas, aber zumindest schlägt er nicht zurück, weil er den Angriff nicht überlebt hat. Das war meine zweite Aktion, die wir durchgeführt haben. Kommen wir zur dritten Aktion. Ich bin jetzt hier mit so einem Geschworenen auf dem Feld. Ich könnte jetzt mit diesem interagieren. Denn es gibt zwei Episodenaktionen, die ich jetzt anwenden könnte. Entweder die Geschworenen versammeln. Ich befinde mich mit einem auf dem Feld und könnte diesen jetzt um zwei Felder bewegen. Oder ich könnte versuchen, ihn zu überzeugen. Müsste allerdings eine Probe machen und ich benötige vier oder mehr Erfolge. Da ich aber momentan nur drei schwarze Würfel werfen kann, ist momentan ein Maximum nur von drei Erfolgen möglich. Ich kann also das gar nicht schaffen und deswegen macht es auch keinen Sinn, diese Aktion durchzuführen. Wir werden dann über irgendwelche Entdeckungskarten Beweise finden für die Unschuld und dann bekommen wir extra Bonussachen, die uns dabei helfen, diese vier Erfolge auch zu erfüllen. Momentan reicht es nicht. Wir müssen uns also auf die Suche machen und müssen weiter ermitteln. Was ich aber machen könnte, ich könnte ihn halt versammeln lassen, das heißt zwei Felder bewegen, eins, zwei, dann wäre dieser schon beim Stadtplatz, dort soll er ja irgendwann mal hin, er muss halt nur auf die andere Seite gedreht werden, aber wenn ich sie alle jetzt hier schon hinbringe, dann habe ich einen Anlaufpunkt, wenn ich dann die Möglichkeit habe, die Beweise jetzt vorzuzeigen, dass ich sie eventuell schnell von der Unschuld überzeugen kann und sie danach nicht noch erstmal alle bewegen muss. Ich denke mal, jetzt an dieser Stelle lasse ich ihn aber trotzdem erstmal gewähren und wir schauen uns mal die nächste Aktionsmöglichkeit an, das Rasten. Beim Rasten oder Ausruhen könnt ihr Stress bzw. Wunden heilen. Und zwar in drei Stück an der Zahl und ihr könnt das so kombinieren, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt alles in Stressheilung hineinstecken, ihr könnt eine Kombination aus Wunden und Stress machen oder alles nur in Wunden. Aber halt drei Stück an der Zahl, da ich noch keine Wunden habe und direkt drei Stress habe. Eins, zwei, drei. Heile ich quasi meinen Stress und bin wieder auf Ausgangssituation. Das waren aber meine drei Aktionen, mehr kann ich nicht machen. Kommen wir zum nächsten Schritt: alles hier noch mit Ergesser und zwar eine Mythoskarte ziehen. Dafür ziehen wir die oberste Karte und legen sie so ab und führen nun die Anweisungen aus von oben nach unten. Die erste Angabe ist, ob eventuell dann unser großer Alter vorrücken wird. Allerdings brauchen wir dafür drei dieser Symbole. Das wird jetzt an dieser Stelle auch noch nicht geprüft. Komme ich zu einem späteren Schritt darauf zu sprechen. Erstmal nur schon mal zu wissen, hier könnte also eventuell es passieren, dass der große Eiter vorrückt. Wir wissen es, es ist erstmal das erste Symbol, wird also jetzt noch nichts passieren. Dann haben wir die nächste Anweisung, betrifft den Tänzer von Azor. Der bewegt sich nämlich jetzt drei Felder auf mich zu. Und mich bedeutet tatsächlich der aktive Spieler, also Ergesser. Und danach, nachdem dies ausgeführt worden ist, da passiert erstmal noch gar nichts weiter. Es also wird kein Angriff durchgeführt, nur eine reine Bewegung. Und dann beim blauen Spawn-Tor wird ein neuer Tänzer von Azatoth beschworen. Auf der Mythoskarte stand, wir sollen den nächsten Tänzer von Azatot jetzt auf uns zu bewegen. Auf uns zu heißt immer der aktive Ermittler, also Ergesser. Wir haben aber zurzeit keinen Tänzer von Azatot und deswegen brauchen wir auch keine Bewegung durchführen. Allerdings trotzdem wird jetzt einer erscheinen und zwar hier unten beim blauen Portal. Phase 2 damit schon abgeschlossen. Wir haben die Mythoskarte komplett abgehandelt, mit Ausnahme des oberen Effektes, aber komme ich gleich darauf zu sprechen. Kommen wir zur dritten Phase, entweder ermitteln oder kämpfen. Tatsächlich habe ich aber nicht die Wahl. Denn die Wahl wird dahingehend bestimmt, je nachdem, wo sich euer Ermittler momentan aufhält. Ist er in einem sicheren Feld, dann wird jetzt ermittelt, heißt, wir ziehen die oberste Karte vom Entdeckungsstapel. Sind wir auf einem Feld mit Gegnern, dann dürfen wir nicht ermitteln, dann werden uns alle Gegner angreifen und die Reihenfolge können wir dabei selber bestimmen. Schaut dann am besten auf die Gegnerkarten, die euch angreifen, welche Würfel sie verwenden, dann werden die entsprechenden Würfel geworfen. Für jedes Ausrufezeichen kriegen wir eine Wunde, für den Tage verlieren wir geistige Gesundheit. Bedenkt, ihr könnt Stress dafür verwenden, um Würfel neu zu werfen, auch wenn es die Würfe der Gegner sind und schaut auch auf die entsprechenden Spezialeffekte, die hier und da wirken. Aber hier, wir sind auf alle Fälle sicher, haben keine Gegner bei uns und dürfen ermitteln und ziehen nun die oberste Karte. Und jetzt haben wir eine Entscheidung zu treffen. Wir haben ein Giftflächen und wir können jetzt eine Wunde erleiden, um dieses Giftfläschchen zu nehmen. Dann würden wir diese Seite bekommen und das heißt, dass ich diese Karte vor einem Angriff ablegen darf. Bekomme zwei grüne Bonuswürfel, was natürlich sehr positiv ist, um den Gegner damit quasi zu malträtieren. Ist allerdings nur einmalig verwendbar. Mache ich das nicht, also keine Wunde erleiden, dann muss ich diese Seite nehmen, dann werde ich nämlich verhext. Es ist ein Zustand, der ist auch nicht handelbar. Und das heißt, wenn wir halt irgendeine Episodenaktion durchführen, müssen wir immer einen Stress dafür bezahlen, was natürlich nicht gut ist. Ich denke mal, ich bin hier an dieser Stelle gut beraten, halt diese Sache zu wählen, auch wenn ich dadurch eine Wunde erleide. Dies locken wir nur noch ein, und zwar hier auf der rechten seite somit hier direkt drunter so dass wir auch immer sehen können dass wir in diese sache anwenden können. Und ihr könnt so viele Gegenstände hier auf die oder wie auf die andere Seite bringen, wie ihr nur wollt, wird da quasi immer wieder drunter geschoben und quasi diese Reihe wird dadurch immer größer. Damit sind wir schon mit der dritten Phase fertig, kommen wir zur letzten Phase und zwar Ende deines Zuges klingt jetzt relativ wenig, sind doch einige Schritte, die abzuhandeln sind. Bislang musstet ihr da immer auf die Rückseite des Regelbuchs schauen, da sind nämlich alle Schritte drauf beschrieben, was da abzuhandeln ist. Jetzt über das neue unbekannten Teil. Sind diese Schritte nochmal ergänzend erwähnt? Schritt Nummer 1, es werden alle Effekte ausgeführt, die irgendwo stehen, welche am Ende eines Zuges durchgeführt werden. Mit Ausnahme die Effekte des großen Alten, die werden etwas später ausgeführt. Also, wenn da Ende des Zuges draufsteht, dann ignoriert das hier an dieser Stelle erstmal. Haben wir hier tatsächlich nicht? Ich habe alles durchgeschaut, da ist nirgendwo was mit Ende des Zuges. Wo schaut man da am besten nach? Auf allen Monsterkarten, gegebenenfalls auf der Episodenkarte könnte sowas draufstehen und gegebenenfalls bei euren Ermittlern auf irgendwelchen Zustandskarten. Das sind also Sachen, die dann bei euren Ermittlern liegen. Das könnte irgendetwas immer mit dem Ende des Zuges zu tun haben. Nächster Schritt. Feuer. Und da gilt das Feuer, was bei euch auf euren Charaktertablos liegt. Ihr müsst für jeden Feuermarker auf eurem Tableau jetzt einen schwarzen Würfel werfen und habt ihr da einen Erfolg, dann bekommt ihr eine Wunde. Und jetzt ist es ein Wahnsinnsymbol, dann bekommt ihr auf alle Fälle auch einmal geistige Gesundheit verloren. Danach legt ihr die Feuermarke aber gänzlich ab. Ihr löscht euch quasi selber, habt halt nur ein paar Wunden erlitten oder gegebenenfalls geistige Gesundheit eingebüßt. Kommen wir zum dritten Punkt. Das hat etwas mit diesem Symbol auf den Mythoskarten zu tun. Jetzt wird nämlich geprüft, ob auf unserer Ablage drei dieser Symbole vorhanden sind. Schauen wir kurz nach an dieser Stelle. Wir haben nur ein Symbol, passiert also nichts. Wären es jetzt drei Symbole in der Ablage? Ich empfehle es euch, wenn ihr Karten aufdeckt, legt sie nicht direkt übereinander, fächert sie ein klein wenig auf, dass ihr immer die Symbole seht und sind dann drei auf der Ablage. Müsst ihr den großen Alten vorrücken lassen, und zwar um ein Feld, und müsst dann alle Effekte, die hier auf diversen Kartenepisoden episoden draufstehen, die passieren, wenn der große Alte vorrückt, abhandeln. Das sind teilweise sehr viele. Es wird immer was verheerendes passieren, wenn halt diese drei Symbole zusammenkommen. Aber das sind halt nur Sachen, die könnt ihr schon abschätzen, wann das passiert und solltet auch entsprechend vorbereitet sein. Der vierte Schritt am Ende des Zuges ist, ja, zu prüfen, kommt Azathoth oder der große Alte jetzt in unsere Welt. Das wird dann passieren, wenn ihr auf so ein rotes Feld kommt. Dann wird diese Stage-Karte rübergeschoben. Ihr müsst dann den Enthüllungseffekt der nächsten Stufenkarte. Abhandeln, da werdet ihr auch fahren, wo er erscheint. Und dann platziert diesen Marker dann auf das rote Feld, um dann weiter anzeigen zu können, dass Azatot bzw. der große Alte weiter voranschreitet. Ist bei uns nicht der Fall, können wir alles überspringen. Und der letzte Schritt, das sind jetzt die Endeffekte des großen Alten, sollten also irgendwelche Karten jetzt hier da liegen, wo da steht Ende des Zuges beim großen Algen. Diese Effekte werden jetzt ganz zum Schluss erst ausgeführt. Und damit sind wir durch mit einem kompletten Ermittlerzug. Ich würde sagen, wir haben ja zwei Ermittler. Einen mache ich mal noch beispielhaft und dann sollte es denke ich mal transparent sein, wie dieses Spiel funktioniert. Der zweite Ermittler ist Hui Kong. Er hat drei Fähigkeiten. Selbstverteidigung, Leichtphysik und C. Bei der Selbstverteidigung ist es so, wenn er keine Wunden erleidet, kann er sogar dabei Stress heilen und den Gegner wegkicken. Leichtphysik bedeutet einfach einen Bewegungspunkt mehr. Kann er sich also bis zu vier Felder bewegen. Und die letzte Fähigkeit C hat etwas auch damit zu tun, dass wir angegriffen werden oder gegebenenfalls auch Feuerschaden erleiden. Müssen wir auch einen Würfelwurf machen oder hätten wir einen freien Neuwurf, ohne dass wir dafür... Stress bezahlen müssten. Bedenkt, alle Fähigkeiten verbessern sich im Laufe des Spiels immer. Wenn ihr so eine Schwelle beim Wahnsinns-Spekt erreicht, dürft ihr eine eure Fähigkeiten ausbauen und natürlich dann von dem besseren Effekt profitieren. Und apropos wieder diese Schwellen, wir haben auch eine Psychose hier bei Hui Kong. Er ist nämlich überfürsorglich, wird zu Beginn des Spiels einen anderen Ermittler wegen, das haben wir nur einen anderen, das ist Ergesser und Ergesser wird somit zu seinem Schützling. Wenn die Psychose ausgelöst wird, dann sollten wir zusammen mit unserem Schützling auf einem Feld stehen, dann würden wir uns sogar voll heilen, allen Stress abbauen und gelingt uns das nicht, dann würden wir mehr Stress erleiden in Höhe der Wunden unseres Schützlings als Relikt hat er das finstere Buch bekommen. Hier können wir, wenn wir eine Probe in unserem Zug machen, beliebig viele Ältersein umwandeln in einen Erfolg und einen Tentakel. -Summel. Wir müssen also dann beide Konsequenzen erleiden. Allerdings dann zählt das Ältersein nicht mehr als Ältersein. Also irgendwelche Effekte, die sich dann auf dieses Ältersein beziehen würden, die würden nicht mehr ausgelöst werden. Gut, damit haben wir einen kleinen Überblick über diesen Charakter bekommen. Gehen wir zu unseren drei Aktionen. Dann werde ich wieder klassisch beginnen mit einer Bewegung. 1, zwei, drei. Ich will mal noch den Kultisten wegmachen. Nicht, dass er noch näher rankommt und Unfriedene bereitet. Werde also meine zweite Aktion dafür verwenden, um diesen anzugreifen. Er hat zwei Lebenspunkte. Und da haben wir einen Treffer und ein Ältersein. Ein Treffer ist automatisch schon mal eine Wunde. Und dann werde ich, oh, warum auch nicht, das finstere Buch anwenden. Habe es ja und kann aus diesem Ältersein einen Treffer und ein wahnsinn machen. Somit zweite Wunde. Und mit den zwei Wunden reicht das aus, um diesen zu bezwingen. Schreiben wir uns noch den Wahnsinn einmal. Das ist nicht so dramatisch. Ansonsten keine Wunde, kein Stressverbrauch. Das lief sehr gut. So, zu guter Letzt, wir haben noch eine Aktion. Ja, viel kann ich nicht machen. Ja, ausruhen brauche ich nicht. Ich kann mich eigentlich nur bewegen. Kann nicht mal die Episodenaktion verwenden, weil ich mich nicht im selben. Feld wie der Geschworene aufhalte, kann ich euch aber mal zeigen, wie ein Angriff funktioniert und deswegen werde ich auch, wenn es taktisch totaler Nonsens ist, ein, zwei, drei mal hier auf das Feld mit den Kultisten gehen. Und das waren dann unsere drei Aktionen. Kommen wir zur Mythosphase. Decken wir die oberste Karte vom Mythosstapel auf, haben wieder so ein Symbol. Wir haben eine kosmischen Aufruhr platzieren das ganze hier hin bekommen allerdings einen effekt wir sollen noch eine mythos karte ziehen das ist schlecht denn nun laufen wir gefahr das dritte symbol zu bekommen und haben wir aber nicht <laughs> nützt uns aber trotzdem nicht allzu viel denn wir müssen gleich noch eine karte ziehen doch vorher der effekt wir sollen das wesen mit dem diamant symbol jetzt bewegen wir erkennen das entsprechende Monster hier am Diamantsymbol, dieser Gaia Jotten und der nächste, der jetzt zu unserem Ermittler steht, wird eine Bewegung initiieren. Wir haben einen Gaia Jotten und der bewegt sich 1, 2 auf unseren Ermittler zu. Als nächster Effekt, wir sollen noch eine Mythoskarte ziehen, Nur eine ganze Menge und da haben wir das dritte Symbol. Dieses dritte Symbol hat jetzt an dieser Stelle überhaupt keine Relevanz, erst am Ende des Zuges. Die Effekte hingegen müssen wir schon abhandeln. Und zwar bewege das Unsagbare und jeden Gast ein Feld auf dich zu. Und dann wird beim blauen Portal hm, erneut ein Gast beschworen. Also zuerst das Unsagbare, da gibt es ja nur einen, das ist dieser. Bewegt sich auch ein Feld auf unseren aktiven Ermittler zu. Und hier oben haben wir einen Gast. Auch dieser kommt. Ein Feld näher ran. Zu guter Letzt, beim blauen Portal kommt ein weiterer Gast hinzu. Übrigens, Sie habe keine Limit, was irgendwelche Felder angeht. Gegebenenfalls müsste sie daneben bauen, falls hier jetzt doch mal an dieser Stelle ganz viele Gegner sein sollten. Aber sie werden sich schon noch bewegen. Das wird früh genug passieren. An dieser Stelle ist die Mythosphase beendet. Das mit den drei Symbolen machen wir dann noch. Jetzt kommen wir zum Ermitteln oder zum Gegnerangriff. Wir sind nicht in einem sicheren Feld, denn wir haben einen Gegner. Somit können wir nicht ermitteln, keine Entdeckungskarte ziehen. Dieser Kultist wird angreifen. Holen wir uns die Karte kurz mal rüber, damit wir das hier als Referenz haben. Hat keine weiteren Effekte, nur zwei grüne Würfel, die er gegen uns wirft. Damit einen Treffer. Da werde ich einmal Stress bezahlen, um diesen neu zu werfen. Ah, noch mal das Gleiche und bezahlen wir nochmal Stress. Also nochmal zu machen. Jetzt habe ich das Ergebnis, was ich gerne möchte. Keinen Schaden an uns. Hier sind eh keine Tentakel-Symbole drauf. Die Kultisten sind jetzt nicht wirklich furchteinflößend. Jetzt dürfen wir noch unsere Selbstverteidigungsfähigkeit nutzen, denn wir wurden angegriffen, haben keine Wunde erlitten, dürfen dafür einen Stress wieder heilen und. Den Gegner, bzw. den Angreifer, ein Feld wegstoßen. Wohin ich ihn stoße, liegt ganz bei mir. Ich lasse ihn mal hier rübergehen. Na, oh, wird er vielleicht keinen Schaden machen. Vermeintlich. Damit sind wir mit dieser Phase durch. Kommen wir zum Ende des Zuges. Ersten beiden Schritte können wir überspringen. Keine Effekte, die zum Zugende wirken. Feuer haben wir auch nicht. Mythos-Ablagestabe überprüfen. Ja, da ist so einiges drin. Wir haben drei Symbole. Somit wird der große Alte um ein Feld weiter vorwandern. Wäre er ja nicht mehr hier auf dem Board, wäre dieses Symbol, da würde dieses auch. Um eins nach vorne wandert und erreicht es dieses Feld, haben wir das Spiel verloren. Nun, nachdem der große Alte oder dieses Symbol vorgerückt ist, müssen wir alle Effekte ausführen, die hier auf diesem Tableau draufstehen, welche besagen, wenn der große Alte vorrückt. Angefangen mit der Fähigkeit hier direkt beim großen Alten und dann werden alle anderen Effekte nach eurem Belieben in der entsprechenden Reihenfolge dann durchgeführt. Hier ist angegeben, wenn Azathoth vorrückt, bewege die nächsten kosmischen Gegner. Ein kosmischer Gegner ist so einer, der diesen Marker auf sich drauf hat. Da haben wir momentan keine, somit keine kosmischen Wesen und brauchen in dem Sinne auch keine Bewegung durchführen. Danach sollen aber neue Gegner beschworen werden. Zuerst ein Tänzer und dann ein Kultist. Und zwar an dem Tor, das am weitesten von mir entfernt ist, also momentan gerade von unseren Hui Kong. Und dann sollen wir einen Kosmosmarker auf das nächste nicht kosmische Wesen legen, also quasi eins, was noch keinen Marker hat. Das Tor, was am weitesten weg von mir momentan ist, ist entweder das rote oder das gelbe ganze Westen. ist jeweils drei Felder weit weg. Kann ich also wählen, weil sie halt gleich weit weg sind. Und dann werde ich das rote wählen. Und da kommt jetzt ein Tänzer von Azathoth und ein Kultist. Dann noch der letzte Effekt. Das nächste Monster, was nicht kosmisch ist, bekommt jetzt einen Kosmosmager. Und das ist eindeutig dieser Gast, ist ein Monster und augenscheinlich auch am nächsten. Das hier drüben wäre auch möglich, aber ich habe halt mal diesen Gast gewählt. Doch das war ja nur der Effekt des großen Alten. Machen wir weiter mit der Episodenkarte. Auch da gibt es einen Effekt, der ausgeführt werden muss, wenn der große Alte vorrückt. Wir bekommen die Anweisung, jeden Geschworenen, der noch mit der schuldigen Seite nach oben liegt, also mit der roten Seite, zu bewegen. Und zwar ein Feld vom Stadtplatz weg. Natürlich nur, wenn es möglich ist. Hier ist es möglich, ein Feld weg. Hier ist es möglich. Ein Feld weg. Beim nächsten Mal wäre es hier nicht mehr möglich. Dann der hier unten. Hier ist es auch noch möglich. Er bewegt sich hier zum blauen Tor. Und der letzte geht zum roten Tor zurück. Auch der kann dann nicht weiter weg. Aber wir müssen ihn erstmal dann von da hinten vorholen und an den ganzen Gegnern vorbei. Dann werfen wir noch einen Blick auf sämtliche Gegner, ob es da Effekte gibt, die passieren, wenn der große Alte vorrückt. Und da haben wir bei den unbekannten Monstern jeweils einen Effekt. Und hier erkennt man, dass der Schwierigkeitsgrad auf alle Fälle damit ansteigt. Beginnen wir mal hier bei diesem Schlangenmensch. Der nächste Schlangenmensch bewegt sich zwei Felder auf mich zu, jeder andere Schlangenmensch um ein Feld und dann soll ich noch zwei weitere Schlangenmensch am weitest entfernten Tor erscheinen lassen. Momentan nur ein Schlangenmensch da, dieser bewegt sich zwei Felder. Auf mich zu. Mehr müssen wir nicht bewegen. Allerdings müssen wir halt noch zwei Schlangenmenschen anscheinen lassen. Könnte ich wieder wählen. Rot oder Gelb ist beides am weitesten weg. Sehen wir das hier mal in der Totalen. Eins, zwei, drei zum gelben. Eins, zwei, drei zum Roten. Ich wähle das Gelbe. Kommen diese Schlangenmenschen hier heraus. Jetzt haben wir ja noch ein Monster, was wir aktivieren müssen, aufgrund dessen, dass der große Alte vorgerückt ist. Und zwar diesen gaia Jotten. Dieser bewegt sich bis zu drei Felder auf mich zu. Und wenn er Felder verlassen würde, wo Kultisten drauf sind, dann würden die ihm einfach folgen. Er schleppt quasi alle Kultisten zu uns heran. Aber hat er nicht. Er rückt einfach hier hinein. Und dann zu guter Letzt sollen wir noch einen erscheinen lassen am weitest entfernten Spontour, also wieder gelb oder rot. Was ist das Ganze? Hierhin. Ihr seht, jetzt wird schon richtig schwer. Und deswegen meine Empfehlung: Spielt ihr das Spiel zum ersten oder zweiten Mal, verzichtet erstmal auf dieses optionale Board und diesen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Nachdem der große alte vorgerückt ist, nehmt ihr die gesamte Ablage und mischt diese wieder ins Mythos-Deck hinein. Heißt also, diese ganzen Karten können wieder zum Vorschein kommen. Ihr könnt also auch nicht kalkulieren, selbst wenn ihr das Szenario schon kennt, was alles so drin ist. Ihr werdet nicht wissen, welche Mythoskarte kommt. Und damit Schritt Nummer 4, Ende des Zuges. Große Alte kann noch nicht beschworen werden, ist noch nicht so weit vorgerückt. Ansonsten gibt es keine. Endeffekte beim großen Alten. Und damit sind wir durch mit dem Zug und würden wieder vorne jetzt anfangen bei Gestern, Doch ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich diese Präsentation des Gameplays beenden. Liebe Freunde, das soll es also zum Gameplay von Cthulhu Death Medaille forscht vor dem Unbekannten gewesen sein. Ich traue mir sogar zu, hier zu diesem Spiel ein kleines Fazit zu machen, denn ein paar Partien habe ich schon hinter mir, jetzt nicht hier mit dieser Version, sondern mit dem ersten Basisspiel, aber das Spiel selber ist ja das gleiche, nur halt mit mehr Möglichkeiten und mit einem zusätzlichen Modul. Fangen wir mal mit den Komponenten an. Diese sind sehr gut. Die Token sind stabil. Es gibt ja nicht allzu viele Token hier im Spiel. Die Cardboard-Teile sind schön illustriert. Man kommt auf alle Fälle atmosphärisch hinein. Natürlich, es gibt immer mal ein paar Differenzierungen. Passt das jetzt so zusammen optisch? Ist aber vollkommen egal. Vom Spielgefühl her tut das tatsächlich jetzt nicht irgendwie dafür Sorge tragen. Ja, passt denn jetzt hier dieses Gebäude halt zu diesem oder zu irgendwelchen dunklen Gängen? Die Miniaturen, da muss ich glaube ich nichts zu sagen. Cool Mini or not, die machen immer gute Sachen und es macht bestimmt auch Spaß diese anzumalen, wenn man die entsprechende Zeit dafür hat. Sehr schön finde ich auch die Differenzierung, dass es halt für die Ermittler eine andere Farbe gibt, wenn man es halt nicht bemalt als für die Gegner und auch bei den Kultisten, dass sie noch mal eine extra Farbe haben, um auch den Unterschied zu erkennen zwischen Monster und Kultisten. Was ich mir gewünscht hätte, das wäre einmal für das Boss-Tableau jetzt auch für das Tableau des Unbekannten und auch für die Playersheets, dass die etwas dicker sind vielleicht auch cardboard vielleicht sogar bei den playerboards double layer das wäre super gewesen für die tentagel aber das was wir hier drin finden das reicht auf alle fälle zum spielen alles andere ist tatsächlich Luxus und würde wahrscheinlich das Produkt einfach nur teurer machen kommen wir mal zum Spielkonzept und zum Widerspielwert ich denke mal Thema Widerspielwert muss ich gar nicht großartig erwähnen aufgrund der vielen Möglichkeiten was große alte was Episoden was Ermittler angeht habt ihr so viel Widerspielwert. und selbst wenn ihr das gleiche Szenario, also die gleiche Episode mit dem gleichen großen Alten, mit den gleichen Ermittlern spielen würdet, würde teilweise irgendetwas anderes passieren, denn die Mythoskarten sind ja nicht immer in der gleichen Reihenfolge und auch die Würfelwürfe sind ja teilweise anders, aber am Anfang denke ich mal, probiert man erstmal alle großen Alten und alle Episoden aus, um jedes Mal kennenzulernen und je mehr man davon hat desto mehr Möglichkeiten gibt es und mehr Wiederspielwert ist natürlich auch geboten. Es ist ein Spiel im Lovecraft-Universum und wer Arkham Hall kennt, der kennt sich hier thematisch auf alle Fälle super aus, aber auch alle für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt in diesem Universum da heimisch sind, die werden hier an diesem Spiel, weil es auch einfach strukturiert ist und leicht zu erlernen ist, bestimmt ihre Freude haben. Wenn Sie natürlich auch dahin abziehen, mal ein klein wenig Glück mitzuhaben, denn es werden viele Proben gemacht, was die Würfelwürfe angeht, und wenn die nicht gut sind, dann kann das Ganze auch mal schnell in die Hose gehen. Dennoch, ihr habt einige Möglichkeiten, eure Würfelwürfe zu manipulieren, sei es mit Fähigkeiten oder mit Stress oder anderen Dingen. Deswegen alles nur auf Punkto Glück jetzt hier abzuziehen, ist es definitiv auch nicht. Das war dann auch das Positionsspiel. Wo ziehe ich jedenfalls mit meinen Ermittlern irgendwelche Gegner hin, weil sie verfolgen mich, ja? Und mache vielleicht den Weg für einen anderen Ermittler frei, damit dieser etwas anderes machen kann. Hier gibt es auch ganz viele taktische Möglichkeiten und das Ganze ohne, dass man hier Dutzende von kleinteiligen Regeln benötigt. Es ist schön einfach und übersichtlich strukturiert. Man hat einen kompletten Zug, den spielt man von vorne bis hinten durch, drei Aktionen. Mythoskarte, dann dürfen wir entdecken bzw. werden wir angegriffen. Und zum Schluss Ende des Zuges passiert irgendetwas, kommt der große alte oder sonstige Sache und dann ist schon der nächste dran. Deswegen auch die Downtime recht übersichtlich. Vor allen Dingen man hat die ganze Zeit auch miteinander zu tun. Was macht jeder? Jeder nimmt vielleicht eine andere Aufgabe war. Deswegen auch die Kommunikation und die Kooperation in dem Spiel auf alle Fälle gegeben. Bedenkt allerdings, das Ganze ist ein szenario spezifisches Spiel ohne narrative Elemente. Es wird also keine Geschichte geben. Wir haben zwar eine Ausgangssituation über die Episode das war's dann aber auch. Wer also hier irgendwelche schönen Geschichten erleben möchte oder überraschende Wendungen, der wird bei diesem Spiel nicht glücklich werden. Also zum Beispiel Arkham Horror, dritte Edition. Da ist es ja so, dass man immer bestimmte Ziele hat, die man erfüllen muss oder gegebenenfalls in der Mythosphase passiert irgendetwas Schlimmes und dann kann irgendetwas anderes, unfair gesehenes über die Codexkarten eingeläutet werden. Das wird es hier nicht geben. Aber das ist manchmal auch ein positiver Aspekt. Einfach mal ein Spiel nur auf den Tisch zu bringen, ohne jetzt auf eine langfristige Auswirkung abzuziehen. Einfach reingehen, Spaß haben. Und ich glaube, das schafft Cthulhu Death Medaille auf alle Fälle. Für den Schwierigkeitsgrad ist ja nun auch gesorgt. Also für diejenigen, die das Spiel bisher immer zu leicht empfunden haben, die haben jetzt also noch mehr Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad nach oben zu bringen. Wobei ich schon sagen muss, wenn wir hier schon die ganzen Gegner sehen, das könnte ziemlich herausfinden. Werden. Aber das ist ja auch gut so, denn es soll ja auch eine gewisse Herausforderung da sein. Wenn man einfach nur durch die Episoden durchrascht, macht das ja am Ende auch keinen Spaß. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte euch das Gameplay ein klein wenig näher bringen. Es wird jetzt gleich noch weitergehen im Video. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Wer jedenfalls Interesse hat an dem Spiel, es soll meines Erachtens so Mitte Dezember in den Handel kommen. Ihr könnt das jetzt schon teilweise vorbestellen. Auch bei meinem Partner bei der Spieleoffensive ist das möglich. Ihr findet hier unterhalb des Videos in der Beschreibung ziemlich weit unten einen speziellen Link zur Spieleoffensive. Und wenn ihr diesen benutzt und gegebenenfalls eure Spiele dann über diesen Link einfach in die Suche eingibt und dieses dann kauft, dann habe ich auch einen kleinen Vorteil für den Kanal, ohne dass es für euch teurer wird. Und daher mein kleiner Aufruf oder bitte, wenn ihr sowieso Spiele dort bestellt, nutzt einfach den Link, würde mir auf alle Fälle sehr, sehr helfen. Aber okay, alles was jetzt kommt, das könnt ihr auch schon dort vorbestellen, wenn ihr das wollt. Aber schaut es euch erstmal an, ob ihr es vielleicht braucht oder nicht braucht. Ich sage immer noch dazu zu diesem Spiel, je mehr ihr habt, weil was Episoden große Alter angeht, desto mehr Widerspielwert ist da. Aber vielleicht sollte man auch erstmal warm werden mit dem Spiel und wenn man dann merkt, ist vielleicht doch nicht so meins, dann hat man nicht gleich alles auf einmal gekauft. Noch werfen wir als erstes mal einen Blick hier in diese kleine Box. Das ist nämlich ein großer Alter namens Itaka und mal sehen, was wir hier alles drin vorfinden werden. Itaka der Windläufer. Ja, das ist eher ein frostiger Geselle. Hier sehen wir schon mal, was alles drin enthalten sein wird. Wir werden einmal eine große Miniatur wieder von dem Boss haben. Er wird Schantags haben, das ist also seine Schergen, wieder seine Bosskarten, Mythoskarten, und es wird Schneesturmmarker geben. Ja, ist halt ein eisiger Geselle. Wir sind eben bei der Gameplay-Präsentation jetzt nicht so direkt auf den Bosskampf eingegangen, ich hatte zwar theoretisch Angerissen, wie es funktioniert. Wer da genaueres sehen will, ich hatte euch ja gesagt, aber ich habe schon eine Playtrial gemacht. Gegen einen großen Alten, da ist nochmal alles auch noch, was die Regeln angeht, im Detail beschrieben. Einfach mal draufschauen und reingucken. Ich denke mal, dann wird alles noch transparenter. Ergänzend schon mal der Hinweis, ich habe auch vor, eine weitere Staffel zu Cthulhu Death Medaille zu machen. Jetzt nicht detailliert in die Regeln, denn das kennen wir schon über die erste Staffel. Nur das, was gegebenenfalls Neues dazukommt, was nochmal vielleicht auch das Tableau des Unbekannten betrifft. Und vor allen Dingen auch einen neuen Boss. Und ich habe schon vor, gegen diesen Gesellen dann anzutreten. Schauen wir erstmal rein, was hier drin ist. Also könnt ihr euch auf alle Fälle schon mal freuen. Ich weiß nur noch nicht, dann welche Ermittler ich nehme, welche Episode ich nehme. Vielleicht lasse ich das mal meine Patrons und Kanalmitglieder entscheiden, damit die auch mal einen kleinen Vorteil haben, dass sie halt meinen Kanal so gut unterstützen. So, dann war das ja noch in der Box drin. Das ist rausgefallen. Wir haben. Also die Mythos-Karten, ich lasse sie jetzt mal noch in Folie zu. Sie haben halt verschiedene Auswirkungen, wieder auf Itaka. Es wird wieder Boss-Stage-Karten geben. Ja, Stufe 1 sieht man schon mal was beim Spielaufbau gibt es schon etwas zu beachten. Ich lasse es jetzt auch mal zu, ist dann der Überraschungseffekt dann stärker, wenn wir es dann spielen. Und jetzt kämpfe ich wieder hier mit den Klebern. Ihr seht, das ist also alles noch verpackt. Und da haben wir hier Itaka. <laughs> Was für ein furchterregender Geselle. Eine ähnliche Miniatur habt ihr vielleicht schon gesehen, als ihr in Essen auf der Spielwart bei Teburu und Bad Kamas. Da war ja Itaka auch der Boss, gegen den man antreten konnte. Hab mir das Ganze auch angeschaut. Sieht auch sehr ähnlich aus, die Miniatur. Wobei ich tatsächlich sagen muss, vom Spielkonzept her, gefällt mir Kusudo Death Medal. Etwas besser, aber vielleicht bin ich auch tatsächlich zu kritisch, was die Buche angeht und auch die Machart gibt ja da auch Fans von. Ich da auch auf alle Fälle jeder muss seine Fangemeinde haben, aber ja. momentan hat es mich noch nicht so ganz gecatcht. Bin immer noch am Überlegen, aber ja, noch verzichte ich mal drauf auf diesen extra technischen Fortschritt. Und das ist also das gesamte Spielmaterial hier aus der Erweiterungsbox zu Itaka. Ihr braucht auf alle Fälle ein Basisspiel, um mit diesen Spielen zu können, aber wenn ihr diese Box habt, könnt ihr quasi alle Episoden, die ihr habt, mit Itaka spielen. Und jede Episode wird dadurch auch wieder ein klein wenig anders sein, weil er halt andere Schergen ins Spiel bringt und natürlich auch das Kampfverhalten von ihm total anders ist als bei anderen großen Alten. Gut, aber das nur zur kleinen Box von Itaka. Ich habe ja noch eine größere und zwar die vierte Staffel zu Cthulhu Death Medai und da werfen wir jetzt auch noch einen Blick hinein. Kommen wir also zur vierten Staffel von Cthulhu Death Medal. Bevor ich die Box gleich öffne, ich wollte euch ja noch die anderen Episoden von Staffel 3 wenigstens mal kurz hier in die Kamera halten, was es da noch so thematisch für Sachen gibt. Haben wir einmal die Insel der Verdammten. Wer gerne den Text lesen möchte, einfach kurz das Video anhalten. Ich halte es mal ganz kurz nur hier hinein. Dann haben wir Erlöse uns vom Bösen mit diesem Thema. Die Schöne und das Wiest. Ein Märchen kommt also auch vor. Na, ob es tatsächlich ein Märchen ist, das sei mal dahingestellt. Dann haben wir Episode 5, der Jahrmarkt des Todes. Das klingt richtig spannend. Und da oh, gibt es auch einiges an Markern, die jetzt hier in dieser Box drin sind. Und Episode 4, ich bin ein klein wenig durcheinander gekommen, im Auftrag der Königin. Und auch hier gibt es einiges an Spielmaterial. Aber okay, kommen wir nun zur vierten Staffel. Da werden auch einige Episoden drin sein. Drehen wir das Ganze mal um, was wir hier drin finden werden. Wir brauchen auf alle Fälle ein Basisspiel: entweder Cursuro Death Medaille, die erste Staffel, oder wie eben gesehen, halt. Forscht vor dem unbekannten Staffel 3, damit ihr mit dieser Erweiterung spielen könnt. Es wird wieder mehr Inhalte geben. Wir werden große Alter. Mal sehen, wie viel es sein werden. Episoden sind drin. Ermittler werden eine Rolle spielen. Oh, ich denke mal, wird wieder einiges sein. Monster sowieso. Öffnen wir doch einfach mal in die Box. Mal sehen, wo ich es eingerissen habe. Irgendwo hatte ich das schon gemacht. Ja. Okay. Hier ist, glaube ich, auch ein Tableau des Unbekannten drin. Wer also das Basisspiel hat und jetzt vielleicht gleich auf Staffel 4 gehen möchte und trotzdem mit dem Tableau spielen will, wird das auch machen können, weil die entsprechenden Komponenten alle auch hier drin sind. Und zu diesen werden wir auch die Monsterkarten, hoffe ich, finden. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wir haben oh, eine Spielanleitung zu Staffel 4. Okay, was gibt es da noch Neues zu erklären? Ach, mit dem Unbekannten, genau. <laughs> Na, klar, wenn man noch nicht Staffel 3 hat, das Beispiel, sondern das erste Beispiel, kennt man die Regel noch nicht. Und deswegen werden die hier nochmal erläutert, auch mit den Reliktkarten. Klarstellen zu Psychokarten, der Spielaufbau mit den neuen Modulen. Und ja, die Geschichten der Episoden werden hier nochmal einen kleinen Weg näher beschrieben. Das ist übrigens in der Anleitung für Staffel 3 genauso dabei. So, und hier sehen wir schon wieder jede Menge. Gut, oh, die sind sehr farbenfroh diesmal. Die Szenarioteile. Schauen wir mal rein. Ja, hier sehen wir auch schon das entsprechende Tableau, was wir schon aus Staffel 3 kennen. Okay. Neue Token hier mit so einem Buch in einem Auge. Oh, er auf einem Schiff etwas erleben dürfen. Cool. Dann okay. Tatsächlich sehr farbenfroh. Okay, hier wird es wieder ein klein wenig düsterer. Mit dieser Vogelscheuche. Oh, sehr grauenerweckend. So, das sieht ein klein wenig aus wie ein Casino. Könnte sein, muss nicht. Auch hier zusätzliche Teile. Und der letzte Sheet auch noch mal mit ein paar Raumteilen. Die Zufallstoken für die Regeln mit den Unbekannten. Und hier oh, sieht aus wie eine Hängebrücke. Ja, nicht unbedingt sehr vertrauenerweckend. Aber okay, machen wir weiter. Das Tableau kennen wir schon aus Staffel Nummer 3. Ja, mit einem Monster, wenn ihr den leichteren, erhöhten Schwierigkeitsgrad haben wollt. Oder halt die volle Packung mit zwei unbekannten Monstern. Dazu wird es auch wieder diese vier Mythos-Karten geben. Bitte nicht ergänzend mit hineinmischen, es werden nur immer vier sein, nur weil ihr jetzt halt mit Staffel 4 vielleicht noch dazu dieses Kartenpack habt, jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad so erhöhen, dass ihr dann nochmal extra vier Karten nehmt. Die sind nur dafür da, wenn ihr tatsächlich nur das erste Costulo Death Medaille habt, also Staffel 3 nicht, dass ihr jetzt diese Karten verwendet, um halt mit dieser extra Regel spielen zu können. Was auf alle Fälle ergänzend nutzbar ist, Denke ich mal, sind die Reliktkarten. Ich glaube, das sind andere. Ich öffne mal. Weil diese Geiger kamen mir jetzt nicht bekannt vor. Hölzerne Pfeife, Ritualdeutsch. Nein. Also das sind neue Relikte, die ihr quasi jetzt ergänzend ja, zu eurem Fundus hinzunehmen könnt und um das Ganze zufällig zu gestalten und deswegen noch mehr Variabilität habt. Und apropos Variabilität. Neue Ermittler gibt es auch. Aufmachen hier. Wie viele sind es denn? Wen haben wir? Wir haben Gary. Dann haben wir Annika. John. Silvia. Rosario. Wow. <laughs> Was für eine Wumme. Und wir haben Bruno. Das sind also nochmal sechs neue Ermittler. Wir sehen sie hier auch schon in Form der Miniaturen. Und es gibt auch zu den Monstern, die hier eine Rolle spielen, die entsprechenden Monsterkarten, falls ihr mit den unbekannten Monstern spielen wollt. Auch die Psychokarten sind dabei, auch wieder neue dabei. Auch die können in euren Fundus mit hinein. Könnt ihr alles zusammenmischen. Auch wenn ihr Staffel 1 und 2 die Sachen habt, alles miteinander wird gehen. Bei mir ist tatsächlich jetzt das Problem, bei diesen Psychokarten habe ich jetzt hier das Wortlaut Krankenakten. Das ist jetzt hier im Deutsch. Ich habe Staffel 1 und 2 im Englischen. Das heißt, da würde ich es tatsächlich mal den Unterschied auch hinsichtlich der Rückseite sehen. Auch vollkommen egal, ziehe ich halt von unten und nehme die Karte. Passt dann am Ende genau. Es wird ja eh nur eine Karte gezogen. So, jetzt haben wir hier. Was wird das für ein großer Alter werden? Der ja, so eine riesen Box hat. Schauen wir uns dann an. Leg ich mal an, lege ich erstmal zur Seite. Es ist halt tatsächlich nur ein großer Alter. Ich glaube, bei Staffel 2 waren es zwei, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon eine Weile her. So, da haben wir hier diese Box. Ich befreie sie mal vom Kleber. Und da haben wir einmal die Miniaturen für die neuen Ermittler. Ich schalte sie jetzt mal so kurz in die Kamera hinein. Man kann man sich ein gutes Bild machen. Sie Sehen auch von Skype her total unterschiedlich also Da gibt es kaum Verwechslung gefahren. Ihr habt ja immer noch eure Base Rings, wo ihr auch noch die Farbe kennzeichnen könnt. Aber es sieht schon ziemlich cool aus. Mit was wird das sein? Ein Flammenwerfer oder sowas? Ziemlich cool. So, was haben wir hier noch für Gesellen? Die sehen irgendwie knuffig aus. Wir haben irgendwelche Pinguine, so. keine Ahnung. In der Anleitung werden sie beschrieben als. Sandmensch. Okay, <laughs> ein Sandmännchen oder mehrere. Ja, das sind also die Monster, die dann hier gegebenenfalls eine Rolle spielen können, wenn ihr halt diese dann auch verwendet. Aber das werden euch ja natürlich die Episoden sagen, welche Monster dann immer eine Rolle spielen. So, haben wir uns die große Box mal zurück, denn hier gibt es ja noch mehr Monster und das Ganze ist auch wieder doppelt leert. Ich öffne mal und mal sehen, was das alles hier sein wird. Gesellen Boah, was ist das denn? Sehr vorsteinflößend. Und hier unten drin haben wir noch zwei größere. Einmal ein Frosch <laughs> mit der einer riesen Zunge. Und was ist das? Noch ein. Pilzgeflecht, keine Ahnung, wird auf alle Fälle in irgendeiner Episode oder vielleicht in mehreren eine Rolle spielen. So, und apropos Episoden, bevor wir uns den großen Alten anschauen, ist tatsächlich nur einer drin. Gehen wir mal der Reihenfolge entsprechend vor. Wir haben hier Horror in den Wolken. Könnt ihr euch wieder das Video anhalten? Und wenn ihr den Text kurz lesen wollt, um was es hier geht, dann machen wir es mal so rum. Haben wir Episode 2? Der heimgesuchte Garten klingt eher erst was gemütlich mit Dornenmarker, Okay, ist dann doch nicht so gemütlich. Nummer 3: Felder der Hölle. Wow, hier geht's geht es aber mal richtig mit Feuer ab, vermute ich mal, obwohl keine Feuertoken drin sind. Aber es sind sowieso immer feuer irgendwo in eurem Basisspiel drin. Deswegen muss das nichts heißen. Wenn ihr kein Feuer ist, das nicht tatsächlich Feuer eine Rolle spielt. Auch wir haben einen Lastwagen. Wir muss man vielleicht sogar fahren können. Ja, tot auf den Nil. Da gibt es glaube ich einen Grimi-Film. So. Wahrscheinlich auf diesem Boot sein, wo wir vor uns die Token gesehen haben, beziehungsweise die Cardboard-Teils. Vielleicht müssen wir den Mord aufklären. Wer weiß, ja, wenn wir einmal am Nier sind, fahren wir bei den Pyramiden vorbei: Pyramiden der Furcht, Sarkophagmarker, Altarmarker. Wow. Ihr seht anhand der Komponenten, wie vielfältig auch die Episoden selber sind. Und last but not least, oh, ein schönes Herrenhaus, das Fenster zur Unendlichkeit. Klingt mysteriös. Monolith, Portalmarker. Oh, wahrscheinlich. Ach, hier sind auch die Sandmenschen dabei. <laughs> okay, alles sehr, sehr spannend. So, und... Das letzte, was noch nicht enthüllt worden ist, ist dieser. Es handelt sich um den großen alten äh, Nyarlathotep. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Namen sind immer Wahnsinn hier im Lovecraft-Universum. Und das scheint ein richtig großer Alter zu sein. jetzt sehen, sehen wir schon. Die Flügel. Wir haben Stufenkarten, Mythoskand Feuermarker, Schergenübersichtskarten, Mondbässchen. Und ja, er selber in menschlicher Form. Oh, er wird vielleicht sich auch noch verwandeln. Sehr cool. Ich habe ihn jetzt bei Arkham jetzt nicht mehr in Erinnerung, was er da für Eigenarten hatte. Tatsächlich sind die großen Alten auch über die vielen Lovecraft-Spiele, die es jetzt mittlerweile so gibt, auch immer ein klein wenig ähnlich. Man erkennt also Itaka immer daran, dass es irgendwas eisiges ist. Den König in Gelb, Pastor der irgendwelche gelben Zeichner quasi verteilt. Also das ist alles sehr, sehr. Cool, dass man das alles auch beibehält. Dennoch, es sind immer andere Spiele. So, mythos haben wir. Dann die entsprechenden Stage-Karten für den großen Boss. Auch hier gibt es was beim Spielaufbau zu beachten. Dann Feuer-Token. Sollte man tatsächlich mal keine Feuer-Token haben, muss man sich irgendwelchen Ersatz holen. Also, das ist eine unlimitierte Ressource. So, und dann haben wir noch die Miniaturen. Ach, ich hole sie jetzt einfach mal hier aus der Box heraus. Alle Kleber habe ich entfernt, hoffentlich, dass ich auch alles gut öffnen kann. Okay, fangen wir erstmal an mit diesem in menschlicher Form. Ja, dann scheint er ja mit der kleinen Base auch vielleicht sogar vorher auf dem Spielfeld zu sein, bevor dieser dann erscheint. Er verwandelt sich wahrscheinlich dann, wenn das Ritual. Unterbrochen worden ist, beziehungsweise der Fortschrittsmarker so weit vorgewandert ist, dass er in unsere Welt kommt. Und oh, die sehen irgendwie aus wie so vierbeinige Cthulhu-Wesen. <laughs> okay. Das sind alles drei die gleichen. Und wow. Was für ein Monster. Sehr kleinteilig alles. Aber auch. Sehr stabil, muss ich tatsächlich sagen. Mir ist nämlich gerade eine andere Box heruntergefallen. Alle Miniaturen sind rausgepurzelt, aber keines kaputt gegangen. Das ist auf alle Fälle eine gute Qualität. Ja, liebe Freunde, damit bin ich durch mit meiner Präsentation zu Cthulhu Death Medai Forscht vor dem Unbekannten, inklusive der vierten Staffel und der itaka erweiterung eine ganze Menge, was wir hier bei Cthulhu Death Medaille bekommen. Wohlgemerkt, auch wenn ihr nur euch das Basisspiel holt, dann habt ihr erstmal eine ganze Menge Spielspaß. Zwei große alte, sechs Episoden, das sind schon mal zwölf Kombinationsmöglichkeiten von den Ermittlern schon mal ganz zu schweigen, was es da noch für Kombinationen gibt und die Psychosen und Relikte und das Tableau des Unbekannten kann das Ganze ja nochmal mit Varianz versehen. Somit, für diejenigen, die sowieso Fans von diesem Spiel sind, ich glaube, da muss ich auch nichts weiter sagen, die werden sich auch Staffel 3 und 4 und auch die Ithaca-Erweiterung holen, wenn sie nicht schon bei der Kickstarter-Kampagne von Cool Mini or Not dabei waren und sich die englischen Sachen geholt haben. Für diejenigen, die jetzt neu jetzt hier dabei sind und gegebenenfalls das Interesse geweckt worden ist, meine Empfehlung Schaut euch erstmal das Basisspiel an. Jetzt hier für Staffel 3, Staffel 1 und 2 ist genauso cool, aber ich denke mal hier aufgrund dieser unbekannten. Tableau-Geschichte, die halt noch eine klein wenig mehr Varianz reinbringt, würde ich das auf alle Fälle erstmal bevorzugen. Solltet ihr natürlich dann einen richtigen Nachl an dem Spiel gefressen haben, dann könnt ihr euch ja immer noch Staffel 1 und 2 dazu holen von Staffel 4 und der Itaka-Erweiterung mal abgesehen. Doch die Geschmäcker sind auch unterschiedlich und das ist auch gut so. Dem einen ist das hier vielleicht für ein Lovecraft-Spiel zu wenig Thema, weil man tatsächlich die Miniaturen ja hier und da verrückt, man macht Würfelproben, man versucht sein Ziel zu erreichen, den großen alten zu besiegen. Allerdings hat man jetzt so keine Horrorerlebnisse oder irgendwelche Wendungen, wie es ebenfalls ein Arkham Horror hat oder ein Arkham Horror Kartenspiel, gibt ja so viele Vertreter im Lovecraft-Universum. Doch für diejenigen, die sich mit dem Thema arrangieren können, die das also nicht schlecht finden und jetzt kein zu komplexes Spiel haben wollen, für die ist Cthulhu Death Medaille auf alle Fälle einen Blick wert. Und in dieser Hinsicht werde ich jetzt meine Präsentation auch beenden. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in Cthulhu Death Medaille geben. Geben. Hat ihr ein klein wenig Spaß hier an dieser Präsentation? Wenn ja, hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter. Abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Geno.